Dann schauen wir mal hier. Also vielleicht auch für YouTube. Wir werden sehen, wie wir Spaß dran haben. Das hier ist, wie heißt er gleich? Symmetriebrecher? Keine Ahnung. Irgendwie ist er ein Wombat oder so. Ein ziemlich aggressives Wombat. Und er hat sich nochmal richtig den Pheros vorgenommen. Aber nicht wie wir, sondern von der anderen Seite. Er wird sozusagen zerrissen zwischen den Polen. Jetzt kommen wir in die komische Lage, den Pheros doch zu verteidigen wahrscheinlich. Wir Ja, wie habe werden... ich so schön gesagt, der Onkel Tom überlebt auch nicht die Opferpyramide. Nee, auch bei den Rechten nicht. Vor allen Dingen bei aggressiven Wombats nicht. Könnte ich gleich zu Eingang sagen, ja, in seinen Kommentaren schämt er jeden als Incel. Ist ultra aggressiv, der Typ. Sehr widerlich, muss ich sagen, so von seiner Art her. Deswegen kriegt er auch nicht viele Likes. Ist so von der Agro-Rechtsfraktion. Ja, er ist sozusagen der grandios narzisstische Gegenpart vom co-abhängigen Schonungslos, würde ich sagen, so von meinem einen Also, Satzitut. quasi ein nicht selbstreflektierter Incel mit Problemen. Okay, alles klar. Er ist verheiratet, aber wie wir wissen, wer Incel schämt, der hat immer Dann ist er, natürlich dann ist dann er, die Wut. Also erstmal, ja, das ist dann, wer an sich gegen seine eigenen dann ist, Kommentatoren Ad-hominems dann einsetzt, ist ja schon mit dem Klammerbeutel ist er gepudert. ja immer noch Incel, aber halt gezwungen, Ja. das ist Ja, das ja. Gleiche. Er definiert seinen Selbstwert über seinen sexuellen Erfolg, würde man sagen. Ist klar, Logo ist verheiratet. Bei ihm läuft's, ne? Aber ich will nicht zu viel vorgreifen. Wie lange? Wie lange noch, ja, ist die andere Frage. Wie es bei denen immer läuft, ist der Wahnsinn, weißt Wir fangen mal an, das Wombat von der Tarantel gestochen. Wir schauen mal. Was, meine lieben Wommerze, meine ich damit? Ferrotz im Gewand linksliberaler Inselgelüste. Es geht schon los. Linksliberale Inselgelüste, I smell an Insel. Was für ein Film ist er eigentlich? Wo ich mich so frage, seit wann sind Incels linksliberal? Ich weiß nicht. Irgendwie ist da was schiefgelaufen bei ihm. So, ganz genau. Wenn ich schon dafür gesorgt habe, dass mein Leben privat, beziehungstechnisch, komplett im Eimer ist, dann nehme ich mir gerne die Zeit dafür, andere ebenfalls mit ins sinkende Schiff zu ziehen. Ja. Anders kann man sich sein neuestes Video nicht erklären. Pseudowissenschaftliche Behauptungen sowie fehlinterpretierte Definitionen, aus Versehen, aus Vorsatz, man weiß es nicht. Genau wie er. Er wird noch viel mehr Fehlinterpretationen begehen, noch viel mehr. Ich habe mich da mal ein bisschen vorher mit auseinandergesetzt und habe mir mal ein paar Dinge auch sagen lassen. Studien werde ich jetzt nicht alle einblenden, aber er macht es noch viel hinterlistiger, viel aggressiver und viel schlimmer, als Pheros es je hätte machen können, selbst wenn er ihm das unterstellt. Dienen als Grundlage für seinen Wandel hin zu einem richtig dollen, wow, mega Insel, mehr nicht, der sich im Antlitz linksliberaler oder keine Ahnung was gesellschaftlicher Norm bewegen möchte, um allen Männern dieser Welt mitzuteilen: Ich habe keine Chance, eine gesunde Beziehung einzugehen, also ihr auch nicht. Weil, ja, warum eigentlich, Sag mal, ist Ferrots? das, Warum? hat er das Bild überarbeitet mit der KI? Hat er ihm da das Incel Naja. NPC-Face gegeben gerade? Irgendwas. Oh Also wir Gott. können ja mal das Incel-Shaming zählen. Das war jetzt Nummer 3, ne? In nicht mal nur in 47 Sekunden. Also wie viel Okay, Nummer projiziert, 3, 47 Sekunden. wie viel an eigenem Minderwert projiziert dieser Mann? Das ist eigentlich schon fast unglaublich. Der Counter ist wahrscheinlich am Ende ziemlich hoch. Ach jo, weil die Frauen eben evolutionär bedingt dafür sorgen, dass er keine abkriegt. Ist das jetzt die Quintessenz seines Videos? Dann könnten wir mit Pflug und... Es geht nicht darum, dass er keine abkriegt. Er hat einen hohen Status. Er kriegt genug ab, wenn er will. Egal. Und Hecht annehmen, dass er seine Verwandlung hin zum Insel zu 100% abgeschlossen hat, meine Wombatze. Aber mehr dazu in meinem Fazit. Und jetzt steigen wir einfach mal direkt ein, um all unsere Fragen beantwortet zu bekommen. Also los geht's mit Ferrots Video zu seinem Inseldasein. Nein, kein Starman, ich bin's nur. Das heutige Thema ist eins, bei dem ich schon seit längerem einen geeigneten Einstieg suche und ich will damit einläuten, dass es uns fast ausnahmslos alle betrifft. Es geht um Liebe, aber nicht nur um Liebe als Emotion, sondern auch um zwischenmenschliche Beziehungen im Allgemeinen. Es geht um romantische Beziehungen, um Partnerschaften, Ehen und Familien und wie sich der aktuelle Zeitgeist, Stichwort Hollywood, Disney oder auch auf diese Angelegenheiten auswirkt. Kleiner Spoiler an der Stelle, in weiten Teilen zu negativen. Für die Analyse setze ich eine heteronormative Betrachtung voraus, aber auch Homosexuelle sind dazu eingeladen, hier zuzuhören, mitzudenken und gerne auch mitzukommentieren. Also ich finde schon witzig, dass dies gerade von dir kommt, kleiner Ferrots, wo du doch mit der OnlyFans-Veganerin Raffaela ein nettes Stell-Dich-Ein hattest. Ja? Natürlich weiß ich ja, dass auch dieses Video, so wie voraus... Noch mehr Sexshaming, wie konntest du nur diese Hure nehmen? Aber eben war er noch ein Incel. Aber jetzt, weißt du, merkst du, wie? Jetzt ist er der Hurenbock.
Der merkt ja noch was? Hat er ja noch drei Gehirnzellen also beisammen? Ich bin gerade bei 5, habe ich irgendwie einen übersehen. Okay, gut. Egal, das ist so pathologisch. Das Problem ist halt aber auch wirklich, dass die Rechten genauso sind wie die Linken. Da gibt es keinen Unterschied. Das sage ich immer wieder. Es ist egal, ob in der Soft-Variante oder wie hier in der Hardcore-Variante. Das ist. Ist alles dieselbe Sklavenmoral letztendlich. Ja, das ist im Prinzip nur das Ende vom Hufeisen, die wo sich gegenseitig den Anus kitzeln, verstehst du? Und sich dann gegenseitig anpurzen, sich dann wundern, wenn der Purz dann das ganze Hufeisen lang wandert, dass es trotzdem wieder genauso von vorne stinkt. Es ist, ich bin zu kotzen. Und der Witz ist, ich wollte ihm gerade mal einen Punkt geben, weil Feroz ja irgendwie die Homosexuellen mit einlädt und das ist ziemlich linksliberal, das machen eigentlich nur so Woke-Leute. Ja, und auch meine Transfreunde und alle Homosexuellen dürfen sich auch angesprochen fühlen. Das war eigentlich die Generalvorlage und er kommt wieder mit seinem Sexshaming. Okay, gut. Da hätte man was sagen können, aber... Ausgegangene darauf abzielen, zu relativieren, dass du ja eine Beziehung eingehen wolltest, also mit einer OnlyFans Wackelwestern-Kandidatin. Und mir kannst du wirklich nicht erzählen, dass du nicht ordentlich, sagen wir mal, konsumiert hast. Du machst also beispielsweise... Also noch mehr Futterneid ist auch noch dabei. Ja, Madonna-Komplex, Futterneid, Wank-Shaming. Gibt's dafür extra Striche? Meine Güte. Moment. Alter, mal. Was hat er jetzt rausgeholt? Die Porno das Hirn zerstört. Achso, er ist so ein No-Pepper, so ein Geläuterter, ne? Das ist auch so typisch. Oh Gott. Reaktionsbildung halt so, ist klar, ich bin eisenhart. Also er ist jetzt der frisch getaufte Baptistenmensch, der jetzt alle von seiner Religion überzeugen will. Okay. Genau. Gut erfasst. So können wir. Ja. Meine liebsten Kunden. Mhm. Also Pornografie für die gesellschaftliche Degeneration verantwortlich und dafür, dass du keine Frau abkriegst, aber gleichzeitig ist es... Pornografie ist jetzt dafür verantwortlich. Nicht zufällig die weibliche Paarungsstrategie oder so. Nein, natürlich nicht. Die Überverantwortlichkeit des Mannes wird er noch sehr klar rausstellen. Weil Frauen also sind mal wundervoll. Also ich sag's jetzt nur ein einziges Mal. Und dann muss ich es hoffentlich nie wieder sagen, an die linke Hardcore-Fraktion und an die rechte Hardcore-Fraktion. Anu und Wichsen ist im Moment eins der wenigen Dinge, die euch davor bewahren, eure Welt brennen zu sehen. Ich würde es huldigen an eurer Stelle. Ja. Aber ihr könnt es auch verbieten, ist okay. Und ihr seid nicht genug, um alle Frauen zu beschützen, euer Lebenstraum und Aufgabe. Das wird dann interessant, bei 80% Inzels oder so. Nee, ich meine, wie viel waren es? Ja, in den USA, die Zahlen können wir ja ruhig sagen. Ne? Zwei Drittel unter 30 ist natürlich eine gute Richtlinie. Da würde ich hier auch von ausgehen, wenn wir unser letztes Video so zugrunde legen von dem Blackpill-Boomer, der ja auch zum Schluss kam, dass wir auch viel mehr Männer haben, auch die Frauen im gebärfähigen Alter gerechnet, eben aus anderen Ländern. Aber anderes Thema. Zwei Drittel sind unter 30 beziehungslos, wollen auch keine haben. Aber nur ein Drittel der Frauen, die dann ältere Männer haben. Chancenlos. Die Wahrheit. Oder eben Haremsbild. Ne? Das ist klar. Also Hypergamie würde auch noch komplett versuchen zu debunken. Das ist geradezu lächerlich, der Typ. Lässt sich wunderbar aus den Stats ablesen. Alles im Moment. Insofern, naja. Er lebt halt in seiner Traumwelt. Okay. Ohne Worte. Oder wie? Verstehe ich jetzt offen gestanden nicht so ganz. Und dann sprichst du schön die heteronormative Gemeinde und homosexuelle Gemeinde an. Hier gibt es nur ein Problem. Ich denke, du hattest dir gedacht, okidoki, gerade zum Einstieg brauche ich ein bisschen Fachvokabular, damit die Leute meine Intelligenzdominanz anerkennen und keine Fragen stellen. Anschließend suchst du dir zwei Fremdwörter aus, sagen wir mal Fremdwörter, und setzt... Das ist interessant, wie viel Mühe er sich da gibt, auch mit diesen Einspielern dann dabei. Das wäre mir die Zeit einfach nicht wert. Nee, das auch nicht. Aber dann geht er, projiziert er jetzt hier? Irgendwie seinen Intelligenzminderwert auch noch? Was ist denn los? Das wäre auch der Punkt gewesen, wo man ihn wirklich als Linksliberal hätte schimpfen können. Und jetzt holt er wieder aus und nimmt wieder die falsche Abbiegung. Das ist ein laufender Minderwertigkeitskomplex, der Typ. Ja, man könnte jetzt fast sagen, ne, seine Mutter ist stark in ihm oder in eine andere Bezugsperson, die das eben einindoktriniert hat. Wollte auch nicht vorgreifen, aber er ist so der typische Promise Keeper. Ja, das ist ein Nice Guy Syndrom, klar. Ja, Papa ist Kippen holen gegangen und nicht wiedergekommen, irische Hochzeit wahrscheinlich. Und Mutti hat gesagt, der Papa ist böse.
Und du musst, so du wirst nicht so wie dein Vater, du wirst Frauen nett behandeln. Du wirst ein guter. Und dann im fünften Jahr seiner passiv-aggressiven, unterdrückten Beziehung verprügelt er dann im Suff seine Alte. Kennen wir schon. Ja, kennen wir alles schon. Das sind dann die Kandidaten, die ich früher im Rettungswagen ins Bezirkskrankenhaus gefahren habe, Vollrausch. Hetero und normativ. Ja, das klingt cool. Heteronormativ. Ja, nee, so funktioniert das aber nicht. Tut mir wirklich leid, Ferrotz. Denn der Begriff Heteronormativität stammt aus der Queer-Theorie. Was mich jetzt gerade ein wenig verwundert, dass du dir gerade diesen ausgesucht hast oder dieses Feld ausgesucht hast, aber egal. Und auf jeden Fall... Das ist egal. Das wäre so das härteste Argument gewesen. Aber immerhin ist es ihm doch noch aufgefallen nach 3 Minuten. Also der Begriff Heteronormativität beschreibt die Annahme, dass es ausschließlich zwei gegensätzliche Geschlechter gibt, also Mann und Frau, die sich gegenseitig sexuell begehren. Die normative Zweigeschlechtlichkeit und normative Heterosexualität gehen mit Privilegierungen und Marginalisierung gegenüber Menschen einher, die ein nicht heteronormatives Geschlecht oder halt sexual Praktiken leben, ja, Sexualpraxen, was auch immer. Oder anders ausgedrückt, wenn du schwul bist, dann habe ich da richtig was gegen, weil du außerhalb der Norm bist, du kleiner Frecke, die übrigens das einzig Wahre ist. Also im Grunde, Ferrotz, hast du die ganzen Schwulenhasser oder sogar Lesbenhasser angesprochen. Also mehr Satire geht wirklich nicht mehr. Erstmal, was hat das Ganze überhaupt mit diesem... Er kommt irgendwie durcheinander, also eben waren noch die Incels noch linksliberal, jetzt sind es rechte Schwulenhasser, die ja an... Ich verstehe nicht, egal. Das ist Sinn steckt in allem, selbst im Unsinn. Ich glaube, er war einfach zu oft bei Ikea und hat sich gedacht, warum nur eine Schublade für Ferus? Ich kann ihm auch ein ganzes Kabinett hinstellen, weißt du? Schauen wir mal. Erstens ist es ein gesellschaftspolitisches Thema und zweitens geht es wie so oft um Erkenntnismut bzw. um Desillusion und darum, dass wir Dinge ins Auge blicken, die unbequem sind. Schwer erträgliche Realitäten und das gilt umso mehr für das Thema Liebe, weil fast ausnahmslos jeder von uns hierzu eine Idealvorstellung hat bzw. hatte und sich mittlerweile mindestens einmal schon auf die Nase gelegt hat. Zunächst einmal grundsätzlich, warum ist es für die Menschen überhaupt so ein zentrales Thema? Das lässt sich evolutionär herleiten. Zwei Aspekte sind nämlich existenziell für uns. Selbsterhaltung und Reproduktion. In anderen Worten, Essen und Sex oder Brot und Liebe, nenn es wie du willst, aber das hängt maßgeblich miteinander zusammen. Folgende These dazu: Alles, was wir machen, machen wir im Endeffekt dafür. Um uns selbst zu erhalten, also um unsere Miete zahlen und unseren Kühlschrank füllen zu können. Und um uns fortzupflanzen, also den potenziell besten Partner für unsere Nachkommen zu sichern. Das ist im Übrigen unabhängig von eurer Weltanschauung, selbst wenn ihr keine Kinder wollt oder auch eventuell finanziell ausgesorgt habt. Das wird uns immer treiben, das ist die menschliche Natur. Und was das angeht, wollen wir unsere Optionen maximieren. Macht und Einfluss sind ein Mittel zu besserem Sex und mehr Geld. Auch hier muss ich dir leider widersprechen, lieber Ferrotz. Es mag sein, dass du dich schon ein paar Mal auf die Nase gelegt hast, ja, in romantischen Beziehungen, also Beziehungen vielleicht auch allgemein. Und nun ist dein Frustrationslevel wirklich... Wie eine Frau. Es ist so geil. Er geht hin und das Erste, was er macht, ist beschämen. Er ist die defekte Frau aus dem Bilderbuch eigentlich. So, who hurt you? Er macht eine ganz einfache basiswissenschaftliche These auf, die niemand anzweifeln kann, aber er tut's. Und was macht er? Er nutzt sein Lieblingsmittel, die Waffen der Frau. Herrlich, der Typ. Wirklich auf Bodenniveau angelangt, aber bitte hau ihr nicht einfach irgendwelche kruden Thesen raus, denen es einfach an Sinn und Verstand fehlt. Was? Deiner Aussage nach wäre ein Mensch zu 100% Alter, triebgesteuert, Alter. Was er nicht ist. Also versteh mich jetzt nicht falsch. Was? Also ein Mensch ist doch zu 100% triebgesteuert, gerade in seinem Es, wenn er eben kein Ich hätte und eben ein Über-Ich und wenn da eben etwas nicht richtig rund läuft, eben gerade beim Ich, als Zentrale, die das koordiniert, damit das Es eben nicht dafür sorgt, dass er vielleicht sogar im Knast landet, weil er eben seine Triebe nicht unter Kontrolle hat. Das ist doch genau das. Also wir Menschen sind durchaus triebgesteuert, wenn wir diese zwei Instanzen eben nicht hätten. Klar. Ja, und das ist ja trotzdem die Basis und trotzdem muss ja das Über-Ich und das Ich das Es regulieren im Endeffekt. Das heißt, die Triebe werden sublimiert, aber sie bleiben ja trotzdem da. Das ist ja... Das ist, ich habe... Ich habe so viele Fragen und so wenig Antworten. Und ich greife mal, ja, du bist überwältigt von dem Typen, ich auch. Ja, so, ich will ein Kind von ihm. Von 1000 Sonnen, ja. Das ist, also er wird jetzt wirklich den Brückenschlag machen und wird zum Sozialkonstruktivisten. Er ist sich selber seines eigenen Lagers nicht mehr so ganz klar, dass die Rechten sehr stark biologistisch auch argumentieren. Aber kaum geht es um Frauen, wird sofort eine defekte Frauen-Sozialkonstruktivist raus.
der von Romantik wahrscheinlich noch schwadronieren wird, glaube ich. Ich habe nicht alles gesehen, nur mal so durchgeskippt. Ja, vielleicht packt er gleich die Quarze aus, mit denen er dann wissenschaftlich... Ja, wir sind über unsere Triebe erhaben, wir sind vom Hals abwärts, ist da gar nichts. Ich bin pure Liebe, wo kann ich dienen, Madame und so, diese ganze Scheißnummer. Deswegen, Hufeisen. Könnt ihr fast sagen, das sind Menschen, die sind so stoisch, ne? Die haben nicht mal Testosteron und haben nicht mal mehr Hoden, ne? So stoisch sind die dann. Muss ja sein, weil ansonsten klopft ja das Esel. Ja, puh, das ist bei ihm richtig vernagelt, deswegen ballert das auch so raus, glaube ich, bei ihm. Thema toxisches Über-Ich und so, aber wir wollen es nicht zu fachlich halten. Schauen wir mal, was Bernd das Brot jetzt macht. Selbsterhaltung und Reproduktion spielen eine wirklich gewichtige Rolle in unserem Leben, will ich überhaupt nicht abstreiten. Nur gerade in unserer heutigen Zeit gehören die Möglichkeit zur Reproduktion oder auch zum Selbsterhalt, zumindest in modernen Zivilisationen, ja, zum Basis-Equipment. Es ist nicht gerade so, dass wenn du beispielsweise in Deutschland lebst, ja, du jederzeit den Steinzeitmenschen mimen musst, immer auf der Suche nach Nahrung, immer auf der Suche nach Schutz, ja, immer mit einem Bein im Grab, weil der große, böse Säbelzahntiger oder Dinosaurier, ja, ich weiß, dass das nicht passt, weil der halt da um die Ecke huschen könnte und wenigstens merkt dich dann das noch könnte oder dich verspeisen könnte. Und in Sachen Reproduktion, nie war es leichter als heute. Aber da gehe ich später nochmal drauf ein. Selbsterhaltung und Reproduktion werden in unserer heutigen Gesellschaft, welche vor allem durch einen Überfluss in jeglicher Hinsicht gekennzeichnet ist, das hast du ja auch schon genannt, ja, Stichwort Konsum, als gegeben vorausgesetzt. Anscheinend sprichst du, lieber Ferrots, von einem Zustand von vor 100 Jahren. Anders kann ich mir diesen Gehirnfutz nicht erklären. Es scheint fast so, als spräche hier der Selbstoffenbarungs-Ferrots zu uns. Mehr jedenfalls als die Sach- bzw. Fachkenntnis. Und ich glaube, das können wir mal so stehen lassen. Deiner seltsamen These nach stehen diverse Definitionen aus der gängigen Fachliteratur dem gegenüber, wie zum Beispiel... Wenn der Selbsterhalt in so einer Gesellschaft reichen würde, mein Freund. Ja, wenn das reichen würde, dass wir eigentlich einen breiten Wohlstand erzeugt haben durch den Kapitalismus, dann gäbe es nicht so viele Linke, die immer nach mehr schreien. Das ist jetzt irgendwie... Seltsame These. Seltsam, oder? Das ist nie genug sein. Das schreit fast nach einem Faktenalarm, weißt du? Das ist ja so. Oh, nee, halt, stopp, schlimmer, nach einem Erfahrungsalarm. Dann rate mal, wer am meisten nach mehr schreit. Frauchen mit ihren 80% Kaufentscheidungen. Der Treiber des Kapitalismus, der Urkapitalist. Ich will das erweiterte Modell nach Maslow. Aber, meine Wombatze, ja, wir müssen jetzt hier nicht die ganze Zeit nur auf Maslow'sche Bedürfnispyramide und so weiter rumreiten. Wir können auch, falls das eher beliebt, zum Beispiel mal was Neumoderneres nehmen. Sagen wir mal ein Tony Robbins. Ob man den jetzt mag oder nicht, ist jetzt mal total egal. Nach Tony Robbins sind die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse in unserer heutigen Zeit, also nicht vor 100 Jahren, Ferrots, sondern ganz aktuell die folgenden. Erstens Gewissheit. Also die Gewissheit, dass du Schmerz... Well, Tony Robinson, okay. Jetzt der erste Punkt ist schon mal, der erste Punkt ist schon mal absoluter Bullshit. Also der Punkt an sich selber nicht, aber nicht auf Platz 1. Nicht mal ansatzweise. Doch, auf Platz für 1. Frauen und Linke auf Platz 1. Deswegen ist es verdächtig. Ja, das ist ja eigentlich die Schmerzvermeidung. Aber auch nur, gefaked. Schmerzvermeidend und Freude generieren permanent. Also wenn wir keine Entwicklung haben durch einen Schmerz. Ja, richtig. Hin zur Belohnung, weg vom Schmerz. Zwei Grundprogrammierungen, aber halt, egal. Erzähl, was wolltest du sagen? Aber das ist ja nur oberflächlich. Das, was die Linken wollen, das ist ja nur gefaked. Das ist ja nur, damit alle wissen, dass du es willst. Und nicht, was du wirklich willst. Ich würde auch mal weiter, hier beim zweiten. Ach, egal, ja, Die Ungewissheit hier, Vielfalt, was hat Ungewissheit mit Vielfalt zu tun? Wie dem auch sei, Dopamin. Das Bedürfnis nach Unbekanntem. Gib. Ja, genau. Der Reiz beinahe schon das Histrionische, immer wieder etwas Neues dann zu erleben. Also dann eigentlich, ich springe jetzt von einem Moment in den nächsten Moment. Ne, ich mache keinen Selbstrespekt, ich blicke nicht zurück. Wer war ich einst, was bin ich jetzt oder was kann ich noch werden? Ich lebe nur im Augenblick, das ist dann für mich sozusagen ungewiss. Ja, die Bedeutung, ja, sich der einzigartig, Narz, richtig besonders oder gebraucht fühlen. Ach du Scheiße, der Narz, ja wunderbar. Und das nächste, Verbindung und Liebe, ein starkes Gefühl der Nähe oder Vereinigung mit die Co-Abhängigkeit, die Co-Abhängigkeit, etwas, okay, gut, wunderbar. Das ist doch alles bis jetzt weiblich, was soll das? Wachstum, eine Erweiterung der Kapazität, Fähigkeit oder des Verständnis ist. Dieses ominöse Wachstum. Ich habe heute einen Podcast gehört. Ich fühle mich gewachsen. Ja, aber was erwartet ihr? Wir diskutieren über Thesen einer defekten Frau, vorgetragen von einer Schrabracken-defekten Frau. Ja, wobei über, hier,
Ich würde sagen, Wachstum ist eigentlich die Nazfantasie, ne? Erweiterung der Kapazität, ne? Das wünsche ich mir, ich hätte gerne. Ja. Und der Beitrag, was haben wir hier, Sinn zu dienen und Fokus darauf, anderen zu helfen, zu, ach du Scheiße. Tony Robinson verkauft natürlich auch, weil Frauen treffen 80% der Kaufentscheidungen, man kann es nicht oft genug sagen, 32 Millionen weltweit gegenüber 4, natürlich an Frauen. Und was wollen Frauen hören? Ja, das ist genau die Liste, die ich denen geben würde. Ja, ja. Es ist herrlich. Was eine Shitshow. Daraus leitet er jetzt ab, dass wir keinen Selbsterhaltungs- und Fortpflanzungstrieb mehr haben. Okay, gut. Vermeiden jetzt und der gute Freude Toni gesagt, haben ich habe fertig. Zweitens, Ungewissheit bzw. auch Vielfalt. Das Bedürfnis nach Unbekannten, Veränderungen, nach neuen Reizen. Drittens, Bedeutung. Sich einzigartig, wichtig, besonders oder auch gebraucht zu fühlen. Siehst du, wie er es betont hat? Genau hinhören. Das glaube ich bei ihm. Viertens, Verbindung und Liebe. Ein starkes Gefühl der Nähe oder Vereinigung mit jemandem oder von mir aus auch etwas, ja, irgendwie Objekte oder so. Fünftens, Wachstum. Eine Erweiterung der Kapazität, deiner Fähigkeiten, deiner Skills oder auch des Verständnisses und so weiter und so fort. Und last but not least, sechstens, einen Beitrag zu leisten. Im Sinne von, du willst halt einen Beitrag für die Gesellschaft leisten, zum Beispiel. Du willst anderen helfen, du willst ihnen etwas zurückgeben oder sie halt auch unterstützen. In welcher Form auch immer. Deine Beschreibung, lieber Ferrotz, trifft auf eine Idealvorstellung eines Menschen zu, welcher rein rational handelt und keinerlei Emotionen verspürt, stumpf nach seinen Trieben handelt. Erinnert so ein bisschen an Soziopathen oder so, keine Ahnung. Wir alle haben hierzu eine Idealvorstellung. Gerade was Romantik anbelangt, sind wir hier im Westen maximal indoktriniert durch die Medien. Das geht schon in frühen Kindesjahren los, und zwar mit Disney, was uns verschiedene Rollenbilder und Narrative rund ums Thema Romantik und Liebe vermittelt. In weiten Teilen ist es allerdings eine Überromantisierung der Welt. Die romantischeren Männer unter euch, die sich damit schon einige Mal auf die Schnauze gelegt haben, werden wissen, wovon ich rede. Weiter geht es mit Hollywood oder wer es etwas kitschiger mag, Bollywood. Aber Filme sind Filme. Filme wollen sich verkaufen, deswegen haben die meisten von ihnen auch ein Happy Ending. Aber das echte Leben geht nach der Szene weiter. Es gibt kein Happy End, weil es gar kein Ende gibt. Enden tut die Indoktrination damit aus, die gerade in Zeiten allgegenwärtiger Verfügbarkeit. Ja, da wird mir gerade mal so ein Disney-Film einfallen, nämlich Pocahontas, nämlich der zweite Teil, wo die Dame dann auf einmal in der neuen Welt dann, nicht in der neuen, in der alten Welt ankommt und dort eben dann direkt auf die nächste westliche Gurke draufspringt und dann den alten mehr oder minder schon längst wieder vergessen hat. Ja, dann wird eigentlich, wenn man weiß, worauf man achten muss, die Hypergamie sehr schön dargestellt. Ja, das mal zu der Disney-Romantik. Ja. Irgendwie haben sie das im zweiten Teil ein bisschen vielleicht falsch oder real interpretiert. Naja, auf jeden Fall, wer sich das mal angucken will, wird sehr schnell merken, was für eine kleine. Ja, ja, vor allen Dingen hier, wer zu dem Thema mehr wissen will, bei mir der Tinder-Schwindler, ist schon eine Weile her. Eine sehr schöne Studie dazu. Aber er wird es gleich komplett verleugnen, die Stelle habe ich gesehen. Das ist geil. Schnell zur mentalen Droge werden kann. In Echtzeit können wir das gerade an einem Dorf im Amazonas beobachten, die man mit Internet versorgt hat. Folge: Spiel und Sucht im Urwald. Das nur als kleiner Exkurs zu Beginn, woher diese Bilder und Idealvorstellungen kommen. In der Red-Pilling-Szene spricht man gerne von Matrix. Sucht im Urwald. Das hatten wir das auch, den Artikel. Ja, Filmtitel sein. Das hatten haben wir doch. Hatten das wir mal einen Artikel. Dschungelcamp. Dschungelcamp ist doch dasselbe. Also, habe ich gehört. Ich weiß das, ich habe das natürlich nie gesehen. Also anlehnt an den Film, die genau diese illusorische Romantik aufbaut und uns manipuliert. Wie gesagt, mit der Realität hat es recht wenig zu tun. In der Realität geht knapp die Hälfte der Männer komplett leer aus auf dem Datingmarkt und diese Tendenz hat sich massiv verschärft durch das Aufkommen von Social Media und Dating-Apps, weil sich dadurch der Konkurrenzpool vervielfacht hat. Und in diesem Pool gewinnen nur die knapp oberen 20% der Männer, der Rest ist so gut wie unsichtbar für die Frauenwelt. Hypergamie nennt sich dieses Modell und es beschreibt, dass Frauen tendenziell nach den oberen Top 10% der Männer trachten, ungeachtet dessen, wo sie selber stehen. Egal ob Wampe, Damenbart und drei Kinder von 4 verschiedenen Männern, Frauen wollen tendenziell über ihrem eigenen Level daten. Während Männer hingegen tendenziell eine realistischere Selbsteinschätzung haben und auch kein Problem damit hätten, eine durchschnittlich aussehende Frau zu daten, die beim Subway arbeitet. Would you ever marry a McDonald's worker? Probably not. No, there's no problem. Absolutely. Well, at this point in my life. No, at any point, you'd be like, go back to your fries. But us, if we had a cute, sweet girl that's loyal, and she worked at McDonald's, I said, bring some nuggets, babe. I would marry her in a week. Men can marry a poor McDonald's worker. Women, no matter how great he is, das ist die Erklärung dafür, weshalb es häufig so sein wird, dass ein Chefarzt etwas mit einer Krankenschwester anfängt, wohingegen es so gut wie nie vorkommen wird, dass sich eine Chefärztin auf eine männliche Pflegekraft einlässt. Und auch hier muss ich dir leider widersprechen, weil das romantische Bild nicht von Disney kommt. Woher hast du das eigentlich? Der Typ ist der Hammer. Ich weiß nicht, wo sie den, aus welchem Loch sie das Wombat gezogen haben. Das ist wirklich so cringe, der Typ. Deswegen wollte ich es auch zeigen. Das ist einfach zu geil. Sondern mehr, keine Ahnung, ich muss jetzt echt schätzen, boah,
Ich würde sagen, das liegt locker 3.000-4.000 Jahre zurück. Also Romantik hat oder hatte und wird auch nie den Anspruch haben. Warte mal. Wer kennt sie denn nicht, die Hieroglyphenschrift, die ich natürlich fließend schreiben und lesen kann auf dem alten Papyrus. Ich brauche mich bloß kurz umdrehen und dann habe ich drei ägyptische Novellen liegen. Eine von dem Piraten vom Nil, der wilde Stecher, und dann haben wir hier den Pharao, der versaute Hund. Und das dritte, stopp, das ging über die Juden. Nee, das packen wir wieder weg, ist okay. Alter, ohne Scheiß, ich krieg die Krise, wenn ich so einen Mist nur höre. Das ist... Weißt du, ich lehne mich ja oft aus dem Fenster, wenn ich sage, Religion hat Moral und die Nettigkeit auf der Welt nicht erfunden, weil selbst die Höhlenmenschen schon wussten, dass Mord scheiße ist. Fühlt sich nicht gut an, wenn einer stirbt aus deiner Verwandtschaft, deswegen wird es sich auch nicht beim anderen gut anfühlen. Aber das ist ja jetzt wirklich, also ohne Scheiße, das ist... Merkt man, wie weltfremd er ist, der argumentiert nur aus dem Ego. Das ist so krass, bei ihm kannst du echt sehen, da ist auch die Pathologie recht hoch. Auf jeden Fall. Das wird man auch merken. Das wird noch viel, viel schlimmer. Ich habe zwischendurch noch Stellen gesehen, wo ich dachte, sag mal, Grenze von der Neurose zur Psychose schon. Ich habe hier noch eine versiegelte Papyrusrolle. Warte mal, was steht denn da drauf? Oh. Warte. Da ist ein roter Pfeil drauf mit einer Abzweigung. Ich glaube, das sieht aus wie das MGTOW-Zeichen. Lass mich mal kurz schauen. Da stehen aber böse Sachen drin. Warte mal. Also, die MGTOW-Rune drauf, die musst du berühren. Nee. Ja, man muss ihm nachsehen. Er kämpft halt innerlich gegen diese Angst und den nagenden Zweifel, dass seine Frau... Sorry, aber jetzt hat er ausgeschissen. Ja. Nee, aber jetzt hat er ausgeschissen. Das ist, wenn jemand Papyrusrollen aus dem alten Ägypten... Komm. Was kommt als nächstes? Weißt du, das ist so... Oh, wie hieß nochmal diese schöne Doku, die du da mal geschaut hast über Ägypten und wie pervers die waren? Ja, die war schön, wo Kleopatra sich einen Vibrator mit Bienen drin gebaut hat und so. Ja, die war gut. Das war noch Handwerksarbeit, also wer den gebastelt hat. Nee, das ist aber okay, weil die Papyrusrolle ist in seinem Utopia in der Reichskristallnacht verbrannt worden. Verstehst du? Das ist so, das darf nicht sein. Ja, richtig. Also seine Realitätssetzung hat schon lange ausgesetzt, so, das wird noch sehr viel deutlicher. Realität einer Beziehung abzubilden. Das ist völlig abstrus, so zu denken. Romantische Geschichten sind meist aus dem Leid der vorausgegangenen Epochen entstanden. Meist Hungersnöte, Kriege, Krankheiten, Armut, was auch immer. Auf jeden Fall ist irgendwas super Schlimmes passiert. Es ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Der Romantizismus, gerade hier auch in Europa, in Deutschland, ist eine Adelsluxus. Glaube gewesen von reichen, adligen Sims, die sich gerne Frauen unterwerfen wollten und denken, dass sie wie durch ihre Co-Abhängigkeit zeigen können, dass Milady auf dem Podest steht, Alter. Was wird wohl eher die Wahrscheinlichkeit sein, dass man aus Romantik heiratet und sich zusammentut in einer Hungersnot und in der Pest oder aus reinem Überlebensinstinkt? Ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Romantizismus ist ein Luxus, den man sich leisten muss, du Schwachmat, Alter. Das ist unglaublich. Ich frage mich, was ist bei dem schiefgelaufen? Wo die Menschen der Realität ein Stück weit entfliehen wollten, damit sie sich nicht in den nächsten Fluss schmeißen. Er redet von sich übrigens, ne? Nur mal zuhören. Also auf gut Deutsch, du betreibst Lovebombing, weil du sonst nichts mit deinem Leben anfangen kannst, weil dein Leben so beschissen ist und so dreckig ist und du dich damit nicht auseinandersetzen willst. Ich sag ja, er hat Angst, sich in den Fluss zu schmeißen. Wenn seine Alte ihn verlässt, dann ist das ist der Typ, der durchdreht und sich richtet oder sie, weil sich in den Fluss schmeißt. Das ist so stark, ist seine Liebe. Ja, also seine Bedürftigkeit in Wirklichkeit. Weil er ist ja keiner von diesen Soziopathen. Er ist ja besser. Weißt du, er liebt ehrlich, weißt du? Ja, er ist überhaupt nicht verankert in seinen Gefühlen und sowas. Er ist überhaupt nicht irgendwie soziopathisch dabei. Ja? Nein, niemals. Er wird überhaupt nicht von seinen Gefühlen übermannt, wenn er seine Dame verlässt. Der kämpft hier, der kämpft richtig. Seine narzisstische Fantasie kämpft ums Überleben hier. Deswegen ist das so extrem. Das war sowieso schon mein Eindruck. Ui, das wird böse enden für den. Das sind so die können dann froh sein, wenn die bei mir aufschlagen hinterher und nicht... Den, wie sagt der eine mal, den Hole Puncher sich ins Maul geschoben haben danach. Egal. Der Hole Puncher. Der Hole Puncher 2000. Der Hole Puncher 2000. Das ist halt echt herrlich. Es gibt keine Überromantisierung durch Disney oder alleine durch Disney oder von mir aus durch Bollywood oder keine Ahnung, Hollywood, da bereits vor dem Zeitalter der bewegte Bild.
Ja, das nochmal, du hast ja entsprechende Daten zugesandt bekommen, die das entsprechend auch widerlegen. Müsste ich mal ein bisschen gucken. Der hat etliche Studien, zwei, drei könnte ich jetzt anführen, die mir zugeschickt wurden, wo sogar studienmäßig das erforscht wurde, wie Disney im Prinzip das romanische Verständnis beeinflusst. Aber weißt du, für wen soll ich die Studien raussuchen? Für ihn oder was? Komm, für das Wombat. Danke. Bei Nachfrage gerne. Ansonsten. Ja, Chris im Chat, Chris von Endes Max, ja, logisch lachen wir, aber das, was, egal wie viele wir von dem Bullshit schon gerettet haben, uns freut ja auch jeder, der erleuchtet wird in unserer Ideologie und unserem Kult, weißt du? Aber. Der Schmuddelkult. Ja, was willst du, dass wir machen? Also soll ich an seiner Tür klopfen? Das ist mir doch gar nicht wert. Ich hoffe, dass er vier Ex-Frauen kennenlernt mit 12 Kindern für ihn, damit er glücklich wird. Und er soll ewig leben, damit er ewig Alimente zahlen kann. Ewig. Ich wünsche ihm ewiges Leben. Auf jeden Fall. Mehr kann ich nicht tun. Uiuiui. Na gut. Die Papyrusrollen waren es. Es war schon immer in uns drin. Das ist Teil von die mir. Die Papyrusrollen, die er sich aus dem Arsch gezogen hat, sprichwörtlich. Ja. Die haben ihn was fühlen lassen, damit ist er nicht zurechtgekommen. Jetzt braucht er sich nicht aus seinem Schrank raus. In Posa, Märchen, Geschichten und so weiter Einzug gefunden hat. Und gehen wir noch ein wenig weiter in der Zeit zurück, bereits in der Zeit, wo, keine Ahnung, Glaubensbücher geschrieben wurden. Was viel wichtiger ist, das Ziel war es, den Menschen Hoffnung zu geben. Und Aragorn, nein, nicht Aragorn, bitte. Bitte, bitte nicht Aragorn, Alter. Die haben alle schon schonungslos so gewesen. Die haben alle die gleiche narzisstische Fantasie. Das ist unglaublich, diese Leute, Alter. Die sind krass, Alter. Die sind so lost. Ja, das Problem ist ja, man muss den Altersunterschied sehen. Was für uns Rambo etc. war, Batman ist für die halt Herr der Ringe. Jeder das weiß doch, Herr der Ringe für einen Mann, da ist das Vorbild, wenn dann überhaupt Gimli. Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Das war auch wirklich der Einzige, der wirklich Sinn für mich gemacht hat in der Geschichte und der cool war. Ja, richtig. Ich fand sogar den Elf cooler als Aragorn, verstehst du? Und das will was heißen. Er hat ja wenigstens seinen eigenen Stil und Charakter. Also aber Aragorn ist einfach nur ein Simp. Das ist einfach nur ein Simp. Ja, deswegen ich jetzt in Lauf mit dem können sie sich natürlich logischerweise am meisten identifizieren. Ist ja klar. Diese Leute. Aragorn mit seiner narzisstischen Fantasie, dass die alte Elbentante da irgendwie 500 Jahre später immer noch aus seinem Grab weint und als ob. Ja, also eins muss man noch sagen zu der ganzen adligen Geschichte. Dem Luxusglauben an die Liebe. Die Ehe war vor 150 Jahren und die Jahrhunderte davor eine reine Zweckgemeinschaft. Ja, da ging es um Landverteilen, da ging es darum, 12 Girlen zu machen, 6 sind gestorben. Da war gar nichts. Da war nichts mit Romantik, mein Freund. Das ist unglaublich, wie er sich das hinkorbt. Natürlich keine Ahnung von Geschichte, nichts. Pass auf, zur Pest und Hungersnot, da gab es genau ein Ziel für Frauen. Entweder den reichen Kaufmann oder irgendeinen Bauern. Punkt. Ja. Wie war das eigentlich nochmal? Wir hatten doch auch irgendwie so einen Artikel gehabt bezüglich Namibia, dass dort die Männer dann den Fremden die Frauen anbieten. Ja, gut, andere Länder, andere Sitten. Ne? Ich habe ja schon geschrieben im Chat, ne, bei uns heißt das Willkommenskultur. Ne? Ja. Da haben wir, glaube ich, noch ein Video zu später, aber egal. Was ist deiner Meinung nach so schlimm daran? Denkst du wirklich, dass die Menschen nicht mündig und clever genug sind zu verstehen, dass jetzt nehme ich mal Disney nach deiner... Ach so, stimmt, das ist ja ein AfD-Junge, hundertprozentig, klar, logisch. Die Realität widerspiegelt einer Beziehung. Und selbst wenn Kinder mit dieser romantischen Sicht der Dinge aufwachsen, das ist für dich Indoktrination. Wie fertig bist du eigentlich? Na komm, sag schon, welche böse Frau hat dich abserviert? Und schon wieder, who hurt you? Migdau-Puppe. Das ist unglaublich, der Typ. Und du hast dann so weini-weini gemacht. Und nun kommen wir zu deiner Behauptung. Das 50. Wir müssen den ganzen Dreadcucks mal die Puppe schenken, wo hat dich die Frau noch nie angefasst? Jetzt macht er was. Jetzt ist er fertig mit Frau sein. Jetzt versucht er wieder die linke Hirnhälfte zu benutzen. Mal gucken. Das geht auf dem Datingmarkt. Oh ja. Mit deiner Quellenangabe übrigens. Dann was übrig ist. Trust me, Bro. Demgegenüber steht zum Beispiel diese kleine Statistik. Da habe ich übrigens bei Statista geklaut. Die haben sie ihren Partner kennengelernt. Ja, und dann. Internet-Dating-Apps ist ziemlich weit vorne, muss ich sagen. Da gibt es noch andere Statistiken. Er ist würden am Cherry-Picken. Er copt so hart, der Typ. Was will er damit vor allen sagen? Dating-Apps sind ja trotzdem ganz weit oben. Ist ja egal. Es sind über 50% der Anbahnungen werden über Dating-Apps gemacht. Dementsprechend kommt auch wenig raus auf der männlichen Seite. Aber was auch immer. Wie man da unten sieht, Quelle Statista 2024. Der Konkurrenzpool hat sich auch nicht durch Social-Media-Apps verschärft. Ich weiß auch nicht, wie du auf so einen Schrott kommst.
Der Konkurrenzpool hat sich durch Social Media nicht Alter Falter. Krass. Ich bin einfach sprachlos. Ich will da nicht mal Gegenrede antreten, weil das ist so gehirnlos, der Typ. Das ist wirklich, der ist nur noch von seinem Sim-Chip gesteuert im Endeffekt hier. Das ist wirklich nur noch Emotional Damage. Für alle, die das hier bezeugen müssen. Hirnparasit. Junge, Junge. I hope she sees that, bro. Halt dein Maul, du F***er. Kann es sein, dass du nur auf Tinder unterwegs bist, du kleiner Schlingel? Also die Dating-App, wo Männer ganz bestimmt auch Frauen für eine ganz lange oder beziehungsweise langjährige Beziehung suchen. Also ganz bestimmt sogar. Böser Mann, böser Mann. Welche Dating-Apps da anders verlaufen? Ja, das möchte ich auch mal wissen. Erzähl ihm doch sowas nicht. Tinder ist doch bloß das einzig Böse. Das sind nur die bösen Mädels. Auf allen anderen Plattformen, wo genau dieselben Bilder unterwegs sind mit denselben Account-Namen, das sind nur die guten Frauen. Weil er nimmt jetzt die Tinder-Stats, das ist halt, natürlich hat die App eine gewisse Demografie. Es sind nicht 75% Männer, es sind ungefähr 60, 66. Schon mal falsch. Ich meine, es gibt natürlich auch so Single-Plattformen, wo das vielleicht ein bisschen anders läuft, weil die Frau entsprechend beschädigt ist und die normale Selektion nicht anwendet, eher so das Helfer-Syndrom hat. Das wäre, weiß ich nicht, ob es Gothic-Singles oder Schwarzes Glück oder Metal-Flirt doch gibt. Ne? Da hast du ja meistens die Body-Tanten, die nehmen vielleicht noch irgendwie den Metal-Beta-Simp, weil sie halt irgendwie, gerade Menschen helfen wollen, aber ansonsten bei anderen Dating-Apps, wo halt nicht permanent Borderline rumwandern, da hast du eigentlich als Mann so gut wie gar keine Auslese. Yep. Also wenn du halt nicht zu bestimmten... Ich hab genug Stats gebracht. Also die Tinder-Stats sind folgendermaßen 4% Match von Frauen, sind geliked, 2% matchen, 60% matchen die Männer, liken die Männer, wollte ich sagen. Heißt, im Endeffekt, klar, folgt ja jeder seiner Paarungsstrategie. Die Frauen legen die kurzfristige und langfristige übereinander, während Männer mit der kurzfristigen leiten halt. Ich meine, wenn er halt nochmal ganz, ganz tief in den Schatten gehen will, da kann er sich ja gerne mal Dating-Plattformen ansehen, wo Menschen mit Beeinträchtigung unterwegs sind. Ne? Das ist ja dann noch ein größerer Gehirn. Ich war auf einer dieser Plattformen, es war herrlich und es war genauso wie auf Tinder und wo überall, wie es überall auch ist. Ich kenne mich da zufällig aus. Übrigens, die größte Dating-App der Welt ist Instagram und dort sind mehr als die Hälfte der Menschen unter, in Deutschland auch, wenn du die Alten mal rausrechnest, die Boomer, dann sind mehr als die Hälfte der Leute auf Instagram. Das Thema hatte ich ja schon. Also da ist ja das läuft am meisten. Interessante Sache, gerade bei der Frau, ne, sie macht ja wirklich alles, egal was für Social Media du verwendest, selbst wenn es irgendwie der Dorfmarkt ist oder irgendwas anderes, also real Social Media dann eher gesagt, sie macht ja alles zu einer Dating-Plattform. Richtig, sowieso. Egal was. Ja, das ist ja wurscht. Deswegen hier, Cherry-Picking goes Hardcore-Mode bei ihm. Nur um das mal in Fakten zu kleiden. 75% der Tinder-Nutzer sind Männer und lediglich 50% davon sind auf der Suche nach einer festen Beziehung. Wobei wir davon ausgehen können, dass es schlichtweg gelogen ist und die Heinis einfach nicht zugeben wollten, dass sie Schnackseli gesucht haben. Genau, diese bösen Männer. Ja, da merkst du das negative Introjekt, da merkst du die toxische Scham, die sich meldet, diese bösen Männer, die Frauen einfach nur vögeln wollen. Das würde ich niemals tun. Ich bin Aragorn bei der Macht Greyskulls, Alter. Junge, 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 bist du kaputt, Alter. Das ist krass. Das ist wirklich, wenn du die Psychogramme von diesen Leuten kennst, dann wird dir nur noch schlecht. Ich würde es ja nicht wundern, wenn in seinem Dating-Profil drinsteht, alle anderen sind böse, aber ich bin der dir deine Träume erfüllt. Genau, das steht bei Nice Guys immer drin. Ich bin anders als die anderen. Wie eine Frau übrigens. Ich bin nicht so eine. Das ist genau das Gleiche, der Typ. Das ist ja die defekte Frau per excellence. Das ist ehrlich. Vor allen Dingen, die Männer sind alle nur böse hier und die wollen alle nur schnacksen. Sag mal, warum glaubst du, sind die Frauen drauf, du Vollidiot? Die wissen das nicht. Das ist wieder der Schrödingers Feminist, er hält wieder Frauen für geistig behinderte Kinder, wenn es ihm passt, ja, nimmt er sie in Schutz, wenn es ihm taugt, wenn es ihm Benzin gibt, ja, wenn er dadurch eine Beule in der Hose kriegt und wenn es ihm nicht passt. Man muss sie doch schützen, aber genau. Kann doch gar nicht anders. Ja, und dann, wenn es dann darum geht, dass. Überschuldungslos. Ja, genau, wie überschuldungslos. Immer das Gleiche bei diesen Leuten. Und dann, wenn die Frau dann in die Verantwortung muss, weil die Geburtenrate abschmiert, weil die westliche Welt zugrunde geht, nein, dann sind sie gleichberechtigt, stark und unabhängig. Sie können Frauen nicht verantwortlich machen, ist klar, für nichts. Es ist so geil, diese kognitive Dissonanz, in der diese Leute leben, das ist jenseits von Gut und Böse einfach.
Was ist los, Ferros? Wird dein Tinder-Profil nicht oft genug gedrückt? Boah. Hast du weggeschweift oder was? Bitte schreib. Wie viel Beschämungstaktik war das jetzt? Hast du eine Strichliste, Alter? Der Typ ist gestört. Ich kann es nicht anders sagen. Der ist schwer gestört. Das muss man echt aufpassen bei solchen. Schau dir, bevor du irgendwas raushaust, schau dir doch einfach mal die Fakten an. Und ihr natürlich auch, meine kleinen Wummatze. Lass mal die nachfolgende Statistik kurz auf euch einwirken. Bestimmt versteht ihr sofort, worauf ich hinaus will und warum Ferrots Gelaber ein... Dann gucken wir doch mal. Was ist denn da? Männer, Frauen? Schauen wir doch mal. Den Gefallen tue ich ihm. Was steht da? Ob man ein Profil hat oder was? Ja, und? Was soll das jetzt aussagen? Ich verstehe es nicht. Kann es mir einer erklären? Ist mir zu hoch, die Wombat-Logik. So, kann ich so schwer lesen, das ist so klein bei den Balken. Ja, ganz links steht halt, nein, habe ich nicht und habe es auch nicht vor. Aha. Tinder. Dann steht da bei 9% und 6% steht, nein, ich habe ich nicht, habe es aber noch vor. Sehr gut. 24%, 23%, ja, habe ich. Und 7% und 8% ist weiß nicht, keine Angabe. Also, wenn wir darüber von was? Nachdenken. Von welcher Stichprobe, von welcher Menge, weißt du? Das ist absolut lächerlich. Vor allem Selbstangaben und so. Komm. Ja, wollte ich gerade sagen. Also ja, haben Sie das schon mal? Ja, da kann man natürlich lügen. Ne? Deswegen waren ja diese entsprechenden Daten gerade zur Corona-Zeit so unfassbar interessant. Ne? Also wirklich die rein maschinellen Technikdaten, die gezeigt haben, wie halt Frau eben funktioniert, ganz anders als diese Befragungen. Ja, haben Sie schon einmal geschenkt? Mich würde jetzt mal interessieren, wie viele deutsche Tinder-Profile gibt es insgesamt? Hm? Und dann setzen wir das mal in Gegenzug zu den 63% und 60%, die da stehen. Diesen komischen repräsentativen Umfragen, ja. Also ich wette mal kein Geld auf die Statistik. Ja, ich kenne die Statistiken von Instagram, wie gesagt, das reicht. Reicht schon. Ja, Instagram ist ja sowieso die größte Beschissfall. Weil nach außen hin ist Instagram halt einfach eine Live-Story-Social-Media-Plattform. In Wirklichkeit ist es die größte Dating-Plattform der Welt. Und in den DMs schlüpfen sie dann alle in die Unterwäsche rein. Weißt du, das ist dann so, vor allem, wenn einer ein cooles Leben anzubieten hat, dann sind sie alle da, die Weibchen. Und klopfen an. Vor allen Dingen hier, ist nicht altersbereinigt. Das ist ja schon mal das Erste. Ich sagte ja schon hier, die Boomer, die in Deutschland absolut überrepräsentiert sind und wahrscheinlich bald auf der Eisscholle landen irgendwann, weil die Frauen keine Gören mehr machen. Wie wir wissen. Toll, frag die mal. Ja, komm. Einfach nur Inselgewäsche ist. Ja, ach so. Krass, wie heftig dieser ominöse Konkurrenzpool sich verschärft hat. Wow, Ferros, einfach nur lell. Aber mit Fakten hast du es ja noch nie so gehabt. Er auch nicht. Mit Fakten. Dass er das Wort Fakten in den Mund nimmt, ist ja dann schon die Härte. Ja, da ist Fakt drin, deswegen gefällt es ihm so gut. Wahrscheinlich. Und jetzt gespannt sein, verehrte Bombardier, genau hinhören jetzt, bitte. Weil, Ferros, wenn du schon eine These rausballerst, dann nimm doch wenigstens Wikipedia. Also wenn es irgendwas... Bitte nicht Wikipedia. Nicht mal super heftige Quellenangaben bei Scholar sein oder so, ja. Nimm doch einfach Wikipedia und klau nicht aus anderen Schmalspur-Videos die vermeintlichen Fakten zur Hypergamie. Also anders kann ich mir das nicht erklären, wieso du eine solch fehlerhafte, keine Ahnung, gedankenbefreite, gehirnbefreite Definition raushauen kannst, ohne dabei... Ja, projizier weiter, mein Freund. ...bei rot zu werden. Aber keine Angst, ich werde das nun ins rechte Licht rücken und meinen Wombatzen und auch dir erklären, lieber Ferrotz, was Hypergamie ist und warum du wieder einmal nur Gehirnfürze von dir gibst. Kein Problem, mach ich gerne. Also, was ist denn die Definition von Hypergamie? Achtung, Achtung, es wird theoretisch. Der Typ sucht jetzt, das müsst ihr euch geben, der Typ sucht jetzt die Definition von Hypergamie auf der Wikipedia raus, ja, also Indien und so. Und gibt einen Disclaimer, dass es theoretisch wird jetzt. Gibt einen Disclaimer, dass es theoretisch wird. Er hat auf Wikipedia die Definition von Hypergamie gefunden und deswegen ist das alles falsch. Also sag mal. Vor allem ausgerechnet Wikipedia, der Rechte sollte das eigentlich besser wissen. Dass die Evolutionspsychologie und die Red Pill damit ganz was anderes meint, als was im ursprünglichen Sinne mal in Indien im Kastensystem als Definition gemeint war. Das nach oben geheiratet wird. Deswegen hat man den Begriff genommen, das ist ihm nicht klar. Das nimmt er jetzt wirklich als Widerlegungsfakt. Der Mann, der so gut mit Fakten ist, das kannst du dir echt nicht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wie gehirnverbrannt ist man? Wenn jetzt einer von euch einpennt oder skippt, ja,
Da gibt's direkt auf die Nüsse. Wann der Wen definiert Hypergamie als das Heiraten einer anderen Person, welche über einen höheren sozialen Status verfügt. Louis Dumont präzisiert die Bedeutung von Hypergamie mit Hilfe der folgenden Erkenntnisse. Aufpassen. Das Prinzip der Hypergamie ist ein Verbot für eine Frau, in einem hypergamen Milieu nach unten zu heiraten. Also sie darf es nicht. Es wird von der Gesellschaft. Ja, alles ganz schön. Wenn du jetzt Evolutionsbiologe bist oder halt, ne, ich nehme ja immer den Grammar, den nehme ich ja mal ran, ne, auch Zoologe. Also die wissen schon, die scheißen auf politische Korrektheit und die haben halt durch ihre ganzen Datenerhebungen gemerkt, ja, Hypergamie bedeutet schon viel, viel mehr als das. Vor allen Dingen, jetzt kommt ja auch noch, die Frau ist verboten, nach unten zu heiraten. Ja, Aragorn. Es ist sozial konstruiert, Hypergamie. Deswegen zitier mal Dumont und sag mal, wir sind selber schuld dran. Wir verbieten es ihnen und so. Junge, das ist vor allen Dingen, das ist ein rechter Sozialkonstruktivist. Nee, das sind sie ja nicht. Das ist es ja. Sie sind ja alle vom gleichen Schlag. Das sage ich doch immer wieder. Das kannst du dir nicht ausmachen. Sie tragen nur andere Klamotten. Ja, selbst die sogenannten Rechten, ich meine, wenn man jetzt sagt, so okay, rechts ist ja hier NS und sowas, ja, selbst die waren ja Sims vor den Herrn gewesen. Insofern ist alles schlussendlich das Gleiche, ob du jetzt auf der rechten Seite den sozialen ich muss zumindest Schlomo und Schatti zugutehalten, dass sie ja da zumindest mehr in der Biologie verankert sind und auch so argumentieren. Deswegen wundert es mich, dass der davon gar nichts mitgekriegt hat, irgendwie auf der rechten Seite. Dass rechts eben eher ein negatives Menschenbild ist, dass hier eher eben auf Fakten geschaut wird, nicht seine Fakten, sondern die Wirklichkeit. Und dass eben auch Biologismen auf jeden Fall dort eine Rolle spielen. So. Es scheint ihm völlig entgangen zu sein. Ich weiß nicht, wie alt der Schlomo ist. Das weiß ich jetzt aktuell nicht. Weiß ich auch nicht. Ein bisschen mehr geschleckt auf der Schatti, aber beim Clowny weiß ich, der ist irgendwie 28, 29. Vielleicht passiert dann noch was. Schlomo ist auch um die 30 rum, wenn man hier alles täuscht. Das ich glaube irgendwie 31, 32 oder so. Das ist hier so ein junger Spritzer, der ganz happy ist, dass er einen abgreifen konnte und wahnsinnig Angst hat, dass das schiefgehen könnte, glaube ich. Hier. Das ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich segnet sie die Videos ab, wenn er fertig ist. Das könnte einiges erklären. Wahrscheinlich, die Stempelkarte, die Good Boy Points. Dann kriegt er sein Leckerli nachher, wenn er am Hundeplatz schön spiegelt. Ja, das hast du gut gemacht. Ja, ich bin deiner Meinung, ne, so typisch weiblich unterwürfig, dann so. Ja, ich spiegel dich sehr schön, weil ich habe ja Nutzen, wenn ich dich spiegel und sowas. Ah, das ist ja alles biologistisch, ne? Also, darf ich gar nicht sagen. Ach komm, das ist Shitshow sondergleichen hier. Gesellschaft männlich dominiert natürlich, als böses Fufu betrachtet. Aber der Begriff Hypergamie bezieht sich nicht nur auf alle Ehen, in denen der Status der Braut niedrig ist, sondern beschreibt lediglich ein bestimmtes gesellschaftliches Konstrukt, wie wir das, jetzt pass auf, Feroz, beispielsweise in Indien vorfinden. Alter. Ja. Es geht meistens bei Hypergamie um Indien. Weißt schon, Kastensystem und so. Es geht um Indien, deswegen gibt es das nicht, weil es um Indien geht. Boah. Ja, wir wissen ja, Indien ist auf der ganzen Welt aktiv. Klar. Er hat das Rätsel gelöst. Er hat auf jeden Fall die Evolutionspsychologie und Biologie widerlegt. Es geht um Indien. Guter Mann. Also hat er doch noch eine Papyrusrolle im Arsch. Ich hab's gewusst. Wahrscheinlich. Evolutionsbiologe. Voraus, dass die Gesellschaft davon ausgeht, dass der Mann der Frau in jeglichen Belangen übergeordnet ist. Nur, wir befinden uns in der westlichen Welt, noch genauer eigentlich in Deutschland, wo das Modell der Hypergamie eben keine Anwendung findet. Oder nur... Sag mal, du Gehirn, was? Bemittelter, vollkommen abstrus, abgefuckter Trottel. Hör mal, hast du irgendwann mal schon mal das Radio angemacht, den Fernseher angemacht? Bist du schon mal draußen gewesen an der frischen Luft? Hast du dir mal die ganzen Sprüche angehört von männlicher und weiblicher Seite, wie sehr Frauen unterlegen sind und wie sehr die Männer weit oben sind? Und also jetzt mal wirklich, hast du schon mal Sauerstoff geatmet, damit das Hirn auch mal arbeiten konnte? Also ich frag wirklich nur für einen Freund, weil der hat das gerade gesehen und der wäre fast umgefallen hinter mir und deswegen muss ich das jetzt einfach klarstellen, damit er wieder aufwachen kann. Bist du einfach nur so Gehirn abmutiert? Oder? Der zuppelt dann Heli, hat er das wirklich gerade gesagt? Ich kann den Ohren nicht trauen. Ich kann's bei dem Typen, da will nicht mal mein Keller aufgehen.
Die haben mich alle weggeschickt. Ich habe die Tür sogar aufgemacht. Ich habe Kuchen vor all die Treppe gelegt, weißt du? Oh, und die wollen nicht raus. Kuchen, ne? Nee, nicht mehr. Dank ihm nicht mehr. Das ist vorbei. Okay. Jetzt muss ich als nächstes wahrscheinlich Hackfleisch kochen oder so. Das keine Ahnung. Funktioniert. Gut, gut. Der Schnüffelkleber kommt aus dem Publikum. Nee, weil dann wäre er geistig entwickelt und weiter. Das ist so, also sorry, aber das kann man doch nicht für ernst nehmen, was der da labert. Tut mir leid. Also, das ist in der einen Minute ist es so, die kognitive Dissonanz muss für den ein Turbo einbauen, damit die mit ihm mithalten kann, weißt du? Ja, das ist hart. Was kam noch aus dem Publikum? Warum klingen die Stimmen von denen eigentlich immer relativ gleich? Inzest? Ja. Oh Mann. Meinst du? Ja, obwohl so wenig Rechte wie Skript im Land. Hat das ja was mit den Nebenhoden zu tun. Da müsste ich noch mal ein bisschen Forschung betreiben. Junge. Oder vielleicht sollten wir die skandinavische App einführen bei unseren Rechten, weil die ja so zahlenmäßig unterlegen sind. Also, damit die auf 20 Meter ihre Verwandtschaft erkennen. Nee, jetzt mal ernst. Also, aber er hat es widerlegt, er hat Hypergamie widerlegt, eindeutig, super Beweisführung. Definitiv, ich bin überzeugt. Ja. Ich bin voll überzeugt, ist gut, stimmt. Ich gehe dann ins nächste. Ich finde es ja so faszinierend, ja, in Deutschland gibt es das ja nicht. Ne? Das ist so ein bisschen wie, auch so ein bisschen mein Metier, paranormale Erscheinungen, ja, das gibt es in Deutschland nicht. Ne? Also während du zum Beispiel in den Staaten gerade so Vorkommnisse, gerade bei Polizisten, die reden da ja öfter davon, da gibt es auch Seelsorger für sowas und so weiter, ne, gibt es in Deutschland nicht. Genauso wie ihn gibt es auch Hypergamie nicht und auch sonstige Phänomene in Deutschland, wie zum Beispiel, ja, was haben wir denn da? Das, was so in der letzten Zeit, in den letzten Monaten halt passiert ist, so Lügen und alles, was damit zusammenhängt, Korruption, das gibt es ja alles in Deutschland gar nicht. Genauso wenig, wie es die Hypergamie nicht in Deutschland gibt. Das ist alles gut. Ja, wenigstens da funktioniert die Grenze. Nicht umsonst hat er die DDR gerade eingeblendet, das passt schon. In seinem Kopf ist auch DDR. Das passt. Mittlerweile bin ich echt Überzeugung, also früher war es ja noch so eine Streitfrage, aber mittlerweile bin ich echt von jedem Argument einfach nur enttäuscht, das sagt, dass es besser war, dass die BRD die DDR annektiert hat. Das hätte eigentlich andersrum sein müssen. Ja, es war ja der Geheimplan. Es sah so rum aus und jetzt ist es doch andersrum, weißt du? Das war ja, ich weiß. Ich könnte damit leben, wenn ich zu meinem Spießkickerl-Bräuler sagen müsste, mein ganzes restliches Leben. Wenn das der Preis dafür wäre, ist okay. Keine Anwendung findet oder nur gar in ganz kleinen Grüppchen. Warum das so ist, hat etwas mit den Limitierungen der Hypergamie zu tun. Jetzt bin ich gespannt, die Limitierung. Er haut jetzt mal ein paar raus, Alter. Ich bin. Jetzt, ja. Vor allen Dingen, dass die Hypergamie, das haben nur die Talahorns, hat er noch eingeblendet. Ne? Da gibt's ja. Das. Die haben Hypergamie. Ja, die sind Hypergamen, diese Talahorns. So geil. Ne? So, jetzt kommt er mit den Fakten der Hypergamie. Genau, jetzt geht's ab. Erstens, mit steigender Ausbildung überholen die Frauen die Männer, was auch bedeutet, dass sich nun vermehrt die Männer hoch und die Frauen herunter heiraten. Aktuell. Echt, wo? Hier geht es vor allem um den geschichtlichen Bildungsgap, Mann versus Frau. Du weißt dafür auch Zahlen. Dafür dürfen Frauen studieren oder ihr Mundwerk öffnen, wenn sie nicht gefragt wurden. Zweitens, durch die Emanzipation sind die Frauen zunehmend besser ausgebildet, machen Karriere in Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft und so weiter, während früher in aller Regel die Männer in den Beziehungen dominanter waren, weil sie besser ausgebildet waren oder höhere Stellung hatten. Und das hört genau zu, das ist unsere zukünftige Rechte. Kurz nebenbei, selbst Frauen konnten schon vor 500 Jahren, wenn ich mich soweit recht entsinne, studieren. Da konnten sie. Ups. Hat sich in manchen Gesellschaften schon etabliert. Man kann also sagen, dass zumindest die Anzahl der Paare wächst, bei denen die Frauen die höhere akademische Bildung haben. In manchen Ländern ist das sogar schon die Regel. Drittens, genau zuhören. Eine im Population Development Review erschienene Studie des Center for Demographic Studies of the Universidad Autónoma de Barcelona hat die Auswirkungen dieser Rollenumkehr in 56 Ländern untersucht. Also nicht trust me, bro. In Ländern, in denen es mehr Frauen mit höheren Bildungsabschlüssen als Männer gibt, tritt dieser umgekehrte Effekt ein. Die Frauen gehen häufiger Beziehungen nach unten ein. Und ja, hätte er die Studie gelesen, so wie ich, würde man sehen, dass der Effekt verschwindend gering ist im Vergleich zum Hypergamen-Effekt. Aber das unterschlägt der gute Wombat halt an der Stelle. Ne? Aber trust the Wombat, Bro. Also diese Hypogamie, die hast du ja, wenn dann auch im Schablonendenken der Frau,
Also je nachdem, wie ihre emotionale Lage ist, ne, ich habe schon ein bisschen so Borderline erwähnt, dass sie auch mal in der Schablone irgendeinen anderen wählen, der jetzt nicht gerade der High Society Mann ist. Das hattest du ja auch mal, weiß nicht, in welchem Video erwähnt gehabt. Frau hat bestimmte Schablonen, der gescheiterte Künstler, gescheiterte Forscher, was auch immer. Natürlich gibt's auch sowas, aber es ist halt verschwindend gering und da ja Ausnahmen bestätigen halt mal wieder die Regel dabei. Genau, er kommt sozusagen und findet die Frau mit 11 Fingern von der feministischen Studie, weil ich meine, er ist ja auch Ultrafeminist, von daher passt das doch. Also er ist eigentlich gar kein Rechter, er ist für mich ein Woker eigentlich. Das hat nichts mit Rechts zu tun. So. Ist ein Ultrafeminist, von daher wundert es mich, was er in der Ecke überhaupt will. So. Und dann sagt er, er verortet dann die Incels als linksliberal und Feroz, und er ist es eigentlich, das ist sowieso das Inception in der Inception, der Typ. Das ist schon hart. Er verkauft uns das Ganze jetzt als super Sache, oder? Mhm. Ja, was soll man dazu noch sagen? Und das nennt man Hypogamie. Frauen können sich dann nicht mehr gesellschaftlich hochheiraten, weil sie ja schon oben sind. Übrigens habe ich... Ja, richtig. Und deswegen sind in den USA in 2030, und es ist von Wirtschaftsleuten, Marketingleuten, die sind die wichtigsten, deren Zahlen stimmen, davon kannst du ausgehen. Und nicht aus einer Woke-Uni, die haben gesagt, 50% der Frauen werden im gebärfähigen Alter in den USA Single sein, kinderlos sein. So, wie kommt denn das? Komisch mit der Hypogamie, da müsste das doch alles aufgeben. Ja, außerdem habe ich da mal die Frage, ist, warum haben wir dann angeblich so viele Incels? Weil dann ist das ja eigentlich völlig unlogisch. Das sagt er noch, da kommt er noch drauf. Weil die sind alle selber dran schuld. Ach so, richtig. Deswegen sind auch früher die ganzen Kassiererinnen selber schuld gewesen, dass sie einfach weggeheiratet wurden. Mhm. Alles klar, obwohl sie kein Geld hatten. Alles klar, logisch. Ich merke das schon, ich bin da auf dem falschen Weg, passt schon. Die Studien unten in der Videobeschreibung verlinkt, damit ihr meine Aussagen... Die Studien waren übrigens nicht in der Videobeschreibung verlinkt. Ich musste mir die selber raussuchen. Ja, du kleiner Lügner. Ernsthaft? Ernsthaft? Nein. Ohne Scheiß? Ja. Krass. Hä, was denkst du denn? Der Admiral Schnüffelnase hat zugeschlagen. Entschuldige mal, ich studiere meinen Feind. Das machen die meisten falsch. Weil wenn sie mich studieren, machen sie nicht, weil sie denken, ich bin eh besser. War auch keine Kritik. Also. War auch keine Kritik. Sagen in aller Ruhe prüfen könnt, meine Bombatze. Natürlich könnte ich das noch viel weiter aufdröseln, nur dann würde dieses Video hier wahrscheinlich 8 bis 10, keine Ahnung, Wochen gehen oder sogar Monate. Bei dir nicht, auf keinen Fall, bei deinem Kenntnisstand. Aber interessant waren die Kommentare, kann ich nur sagen. Also da, wenn du das ist noch auf der Strichliste vom Incel-Shaming, das in den Kommentaren mitrechnest, dann wird die Liste ganz schön lang. Also wie viel projizierte Selbst Ego-Investment in seinen sexuellen Erfolg will man noch zeigen. Ja. Small Dick Energy, würden die Feministen sagen und so weiter. Mein Ex ist Nazi. Ich gar keinen mehr. Fakt ist, Feroz, dass du halt wieder einmal nur seierst. Weißt du, was schlimmer ist als ein Narr? Ein Feroz, der sein Halbwissen bei seinen Followern verbreitet und die in falsche Bahnen lenkt. Nur um. Genau, deswegen, ich bin der bessere Goebbels mit seinen falschen Fakten. Da musst du schon mal früher aufstehen, mein Freund. Klickzahlen zu generieren und so faul ist, sich mit Fachthemen wirklich deep auseinanderzusetzen. Und vor allen Dingen nur fürs Protokoll, lieber Herr Wombatz, wir mögen euch beide nicht. Ja. Wir haben hier keinen Underdog im Rennen, den wir beschützen müssen. Es ist einfach nur mal Fakt, dass du der größere Vollidiot von euch beiden bist. Es ist einfach so. Wie kann man denn? Ich halte es nicht mehr aus. Nee. Es ist... Also bei Schlomo und bei Clowny musste ich ja zumindest noch ihre Argumente kopieren, weißt du? Und habe sie damit ihren eigenen Meinung. Aber das kann ich bei dir nicht mal. Weil mein eigener Intellekt und mein eigenes logisches Denkzentrum sagt, nee, Sperre, das funktioniert so nicht, weil das ist 1 plus 1 ergibt nicht -2. Das ist so, weißt du, es ist ein bisschen schwierig bei dir, das Gleiche zu machen. Und das ist eine wirklich Hardcore-Beleidigung in meinen Augen. Es hat seine evolutionären Ursprünge. Es ist das Bedürfnis nach materieller Sicherheit, die bei Frauen tendenziell weiter ausgeprägt ist als bei Männern. Grob heißt es in dem Kontext, Frauen bestreben Sicherheit. Was meiner Meinung nach etwas zu kurz greift, denn natürlich wollen auch Männer Sicherheit. Auch Männer wollen sicher schlafen, einen vollen Kühlschrank und vor allen Dingen sich sicher sein können, dass ihr Partner bei ihnen bleibt. Aber es stimmt wohl, dass dieses Bedürfnis evolutionär bedingt, auch im Sinne der Versorgung ihrer Kinder bei Frauen, ausgeprägter ist. Der Mann kann sich im Zweifel aus dem Staub machen. Also das Verlangen nach materieller Sicherheit ist bei Frauen biologisch gesehen ausgeprägter, das kann man anerkennen. Wie gesagt, daraus resultiert das Konzept der Hypergamie, was dazu führt, dass die meisten Männer leer ausgehen auf dem Datingmarkt, während hingegen die Anführungszeichen
Vorstellungen begehrter Männer aus einem Pool an Frauen Freiwahl haben. Das ist schon mal die erste Desillusion, denn in unserer naiven kindlichen Prägung hatten wir immer die Vorstellung, dass zu jedem Topf ein Deckel passt. Die Realität des Datingmarkts ist aber ein korruptes und asymmetrisches Spiel, das nicht auf Gerechtigkeit ausgelegt ist. Wie gesagt, das wäre das Phänomen der Hypergamie, sozusagen der Kapitalismus des Datingmarkts. Viele Gewinner, aber auf der anderen Seite um ein Vielfaches mehr Verlierer. Nein, Ferrotz. Hypergamie hat nicht seine Ursprünge in der Evolution, sondern in der gesellschaftlichen Entwicklung bezüglich der ersten Patriarchaten und Matriarchaten sowie der jeweiligen Gesellschaftsordnung. Junge, Junge. Junge, Junge, sag mal. Du glaubst wirklich deine eigene Scheiße. Das ist der Hammer. Und die damit verbundene hierarchische Stellung der Frau versus dem Mann. Oder anders ausgedrückt, damit du nicht kognitiv abdriftest. Ne, kognitiv. Wie abhängig war die Frau vom Mann? Oder ist die Frau vom Mann, also in heutigen gesellschaftlichen Konstrukten? Wie alt ist die Evolution, mein Freund? 100, 200.000 Jahre? Was glaubst du? Dass es da so starke gesellschaftliche Systeme gab, von denen das abhängt? Sozial konstruierte Hypergamie, was du mir hier verkaufen willst, du Volltrottel. Also der Homo sapiens sapiens, also das, was wir heute sind, der ist ungefähr 300.000 Jahre alt. Also da hat sich nicht mehr so viel verändert, weil wir halt heute so sind, wie wir sind. Und es geht schon seit 300.000 Jahren ungefähr. Insofern, vor 300.000 Jahren gab es ja noch keine Siedlung oder jetzt keine patriarchalen Strukturen oder halt Hierarchien im Sinne von, oh, der Mann ist jetzt der Oberhäuptling oder sowas. Wir waren ja, wenn dann überhaupt, Nomaden. Und selbst da existierte das schon. Klar. Merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig, wie das alles kommt. Ich empfehle Dr. David Buss, sehr schön erforscht, in sehr, sehr vielen Ländern immer das Gleiche rausgekommen. Je abhängiger die Frau vom Mann, desto eher Hypergamie, was ja auch... Vollidiot. Es ist genau umgekehrt. In patriarchalen Strukturen wurden die Frauen verteilt. Je weniger patriarchal die Strukturen sind, desto größer die Hypergamie, sei es androzentrisch oder gynozentrisch. Alter Falter. Total logisch ist. Hypergamie sorgt auch nicht dafür, dass die meisten Männer auf dem Datingmarkt leer ausgehen. Würden wir wirklich einen Fall von Hypergamie in unseren Landen, ja, in Deutschland haben, würde sich das Angebot für den Mann um ein Vielfaches nach oben schrauben und Männer würden endlich aufhören, solche Loser zu sein, weil jeder Mann dann wüsste... Krass, sein Selbsthass, wie er den jetzt rausprojiziert. So was? Geil, so geil, was? So was? Geil. Kann jemand bitte den Korken aus meinem Hirn ziehen? Ohne Scheiße, yeah. Alter. Das das kann gar kein Rechter sein. Der hat null Ahnung von Kapitalismus, Angebot und Nachfrage. Was für eine Welt lebt der? In einer Welt von Aragorn im Auenland oder so. Nee, weil selbst bei den Hobbits gab es mehr Hierarchie bei ihm und das will was heißen. Hätte seine Frau studiert Feminismus und. Oder sowas, Gender-Zeug. Ich glaub eher, seine Frau ist irgendwie so Ingenieurin oder ITlerin und deswegen, und die hat die Hosen an zu Hause und er darf nur in den Videos mal rauslassen. Deswegen, ach, es ist, nein, man kann das durch nichts mehr erklären. Jetzt bin ich mal wirklich ernst. Also, jetzt sind wir mal ehrlich, die letzten 3 Minuten, was er da gestammelt hat, macht absolut hinten und vorne, oben und unten keinen Sinn. Er widerspricht sich die ganze Zeit selbst und seine Aussagen sind absolut unlogisch. Die haben nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun, die haben nichts mit irgendeiner messbaren Logik zu tun. Zusätzlich, wenn es so wäre, wie er es gerne möchte und sich entsprechend hinkonstruiert, wären wir ausgestorben. Richtig. Ganz einfach. Weil die Männer mussten sich stets beweisen. Nur 40% der Männer haben sich in der Geschichte fortgepflanzt. Ist doch klar. Es war immer so. Hypergamie existiert die ganze Zeit. Das ist der Motor der Evolution. Der Motor, warum der er rausgeht, dass das Fleisch jagt, was sie dann in ihrem schwarzen Loch psychologisch unendlich aufnimmt, was wir heute in den gesteigerten Zahlen des Konsums sehen. Es sind ja sogar ganz kleine Beispiele. Es gibt ja so diese Geschichte, warum der Mann überhaupt angefangen hat, Scheißhausleitungen oder halt Rohrleitungen überhaupt ins Haus hineinzubauen, damit die Madame eben nicht mehr, wenn sie ihre Periode hat oder halt sonstige Ausscheidungen von sich geben muss, mehr raus in den Hof muss oder außerhalb des Hauses sein musste. Ja, natürlich macht der Mann sehr vieles dafür. Der Antrieb eben für die Vagene, ne, damit der Dame eben ganz schön heimelig im Hause ist. Klar, die ganze Zivilisation ist ein Beta-Projekt. Die ganze Zivilisation wurde gemacht auf der Jagd nach Vagene. Junge.
Aber er hat ja schon aberkannt, dass es einen Selbsterhaltungs- und einen Fortpflanzungstrieb gibt. Das gibt es ja bei ihm nicht. Also, weil Tony Robinson das gesagt hat. Ich kann nicht mehr. Also ich sage euch eins, wenn der mal zu uns kommt oder wir zu ihm gehen, da bin ich raus. Oh. Das ist keine Chance. Und ich bin jetzt wirklich nicht der Intelligenzbolzen hoch 3. Aber der macht mir Angst. Der könnte was abfärben. Und ich brauche meine IQ-Punkte noch. Weißt du? Also, nee. Also. Ah, das ist ein Fest. Den lässt du so ragen, dass er seine Psychose kriegt und dann brüllt er nur noch oder so. Das ist ganz einfach. Ja, das wäre allerdings wiederum lustig, da hast du recht, ja. Von daher. Warte mal ganz kurz. Bin ich ein Seller oder ein Ferotz? Eventuell. Ja, dann wird's nichts mit der Familiengründung. Vielleicht. Shit, ich muss Vollgas geben und richtig was tun. Vielleicht sogar richtig heftig Karriere machen. Aber wie gesagt, Hypergamie gibt's ja eh nicht bei uns. Deswegen brauchen wir solche Gedankenspiele überhaupt nicht zu spielen. Und auch wenn du minder qualifiziert bist und eben nicht die heftige Kohle hast, wirst du mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine Frau finden. Du darfst halt nur kein Vollhorst oder kein Arschloch sein. Ich will euch mal meinen persönlichen Zugang... Du darfst kein Arschloch sein. Siehst du, das war sehr bezeichnend. Ne? Im Gegenteil, du musst ein Arschloch sein. Wenn du keine Karriere hast und nichts vorzuweisen hast, dann hilft das ungemein. Das ist das Letzte, was du hast, wenn du keine hast, ein Arschloch zu sein. Genau. Er hat keine Ahnung von der Realität. Die erste Frau, die seinen Schwanz angefasst hat, die verehrt er jetzt und verteidigt er hier bis aufs Blut sozusagen. Hier ist es unglaublich mit anzuschauen. Da, bei ihm hat die Frau gesagt, sie geht Zigaretten holen. Ja. Das kommt noch. Und er wartet heute noch. Junge. Der Debatte erläutern, weil ich glaube, dass es etwas ist, was ihr noch nicht kennt, und dann komme ich auch zu meinen Schlussfolgerungen. Wie ihr wisst, bin ich selber als Moslem geboren und auch muslimisch sozialisiert. In meiner Elterngeneration und teilweise auch in meiner Generation unter Cousins und Cousinen gibt es sogenannte arrangierte Hochzeiten. Ich würde das schon von Zwangshochzeiten trennen, das betraf vielleicht die Großelterngeneration und die Generation davor, aber ich rede von arrangierten Hochzeiten. Was heißt in dem Kontext arrangiert? Vom Prinzip her, dir wird ein Partner von den Eltern vorgeschlagen und du hast die Wahl zu sagen ja oder next. Also nach links oder nach rechts swipen, es ist vom Prinzip her genauso, nur mit der Einschränkung, dass dir deine Eltern Vorschläge machen und nicht der Algorithmus. Du kannst auch eigene Vorschläge einbringen, aber so oder so. Was dem Ganzen vorausgeht, ist ein striktes Leben in Enthaltsamkeit für Männer und für Frauen. Da werden sich die bibeltreuen Christen unter euch sicherlich freuen, denn das eint den Islam und das Christentum unweigerlich. Meine Eltern haben sich beispielsweise am Tag der Hochzeit kennengelernt. Ich weiß, das klingt für die meisten von euch sehr befremdlich und wie von einem anderen Planeten, aber zur Bewertung komme ich später noch einmal zurück. Also wie gesagt, dem Ganzen geht ein zölibatäres Leben mit strikter Geschlechtertrennung und Glaubensverbundenheit voraus. Das heißt, sowohl du... Es müsste ihm nur jetzt sympathisch sein. Er ist doch so ein No-Fapper-Schämer. Nee, das geht ja überhaupt nicht. Du kannst doch... egal, ich lasse es. Du als auch dein zukünftiger Partner seid durch eine sehr spezielle Sozialisation gegangen, die wenig Raum für Individualismus und Selbstverwirklichung lässt. Es ist eine Art straffes Korsett und wenn du dich bis zur Vermählung nicht von diesem löst, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass man jemanden für dich findet, mit dem es passt, der ebenfalls diese Prägung hinter sich hat. Im Wesentlichen beinhaltet diese Prägung die Religion, also natürlich Islam, und auch die genaue Strömung, weitere Sitten und auch Rollenbilder, die natürlich auch eng mit dem Islam verknüpft sind. Ich weiß, das klingt für die meisten von euch sehr befremdlich, aber meine persönliche Beobachtung ist, die Scheidungsrate ist wesentlich geringer als die der hiesigen Bevölkerung. Es gibt Schwerzahlen dazu, ich höre da Verschiedenes, aber im Prinzip kann man davon ausgehen, dass jede zweite Ehe in Deutschland geschieden wird. Und das sind nur die Ehen. Wisst ihr, wie viele Beziehungen in die Brüche gehen? Ich würde sagen 9 von 10 und die eine, die es dann in die Ehe schafft, davon wiederum landen 2 von 5 innerhalb der ersten 10 Jahre vom Scheidungsgericht. Das sind keine guten Zahlen, also wenn Ehe jetzt bei Amazon wäre, von mir gäbe es keine 5 Sterne. Und ich definiere eine erfolgreiche Ehe noch nicht einmal, dass man bis zum letzten Atemzug zusammenbleibt. Nüchtern könnte man zumindest als Mindestanforderung definieren, dass man zumindest so lange zusammenbleibt, bis die Kinder aus dem Haus sind. Dann hat man zumindest junge Menschen auf den Weg gebracht und danach kann man machen, was man will, aber auch das scheint immer seltener zu werden. Die andere Seite ist, was ich halt durch meine muslimische Prägung innerhalb meines familiären Umfelds mitbekommen habe. Mit allen Onkels, Tanten, Großeltern und meinen eigenen Eltern zusammengerechnet, kann man ungefähr von 20 Ehen ausgehen. Von diesen 20 Ehen innerhalb des ersten Grades sind mir 2 Scheidungen bekannt und das würde einer Scheidungsrate von 10% entsprechen. Das muss nicht repräsentativ sein und das ist für deren Verhältnisse auch schon viel. So etwas ist für die Gemeinde bereits besorgniserregend. Aber immerhin nicht annähernd so hoch wie der bundesdeutsche Durchschnitt. Jetzt komme ich zum großen Aber, denn dieser Erfolg hat seinen Preis. Ich habe euch gesagt, dass die eine sehr spezielle, strikte Sozialisation durchgemacht haben. Nur dann klappt es. Das heißt, das Individuum wird in diesem System dem Kollektiv untergeordnet und diejenigen unter euch, die Schwierigkeiten haben, das nachzuvollziehen, die mögen mal gerne ihre Großeltern fragen. Wenn ihr unter 25 seid, dann fragt man eure Großeltern nach ihren Großeltern und dann werdet ihr es verstehen. Denn im Endeffekt ist es ja so, das, was die Muslime bis heute noch sind, das waren die Deutschen bis zu den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts vergleichsweise ebenfalls. Kollektivistischer, familienverbundener und konservativer. Die Muslime konnten es sich noch bewahren, aber auch Muslime im Westen und sogar in ihren Heimatländern haben zunehmend mit denselben Einbrüchen zu kämpfen, was Scheidungsraten und Familientrennung anbelangt. Okay, wollen wir mal auf den ersten Punkt eingehen. Von wegen, du hast krassen Islam-Background und so. Ich lach mich gleich tot, ohne Witz. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, Feroz gehört der islamischen Glaubensgemeinschaft der Ahmadiyya. Ja, das
heißt wirklich so. Noch liberaler geht fast gar nicht. Ich gebe mal ein Beispiel, was in dieser Gemeinde, in dieser islamischen Gemeinde, so die Kernbotschaften sind. Genau hinhören, weil dann könnt ihr auch den Feroz und seinen krass islamischen Background besser einordnen. Gott ist gleich für alle Menschen, unabhängig von ihrer Nationalität, Rasse oder Religion. Unterschiede in Glauben und Interpretation, ich dachte, Feroz hat sich vom Islam abgekannt, toleriert werden. Kritik gegen... Ich verstehe seine Argumentationslinie auch nicht. Er will ihn ja irgendwie diskreditieren jetzt. Er will ihn ja, er ist ja linksliberal. Der kommt ja schon aus dem linksliberalen Islam. Ich glaube, das will er damit sagen. Mal gucken. Ja. Auch wenn es sowas nicht gibt, aber so relativ betrachtet. Okay. Ja, das ist ja der zweite feuchte Traum der Pseudorechten. Den Islamisten von dem Bösen ausfiltern. Nur mit Worten beantwortet werden. Jede empfundene Beleidigung muss mit Geduld ausgehalten werden. Das Konzept des Dschihad wird weitreichend missverstanden. Es bedeutete zuallererst eine spirituelle, intellektuelle und moralische Anstrengung, sich selbst zu verbessern und dann auch andere. Kaputt machen. Der Koran muss im Lichte der Wissenschaft und der Vernunft interpretiert werden. Blinde Gefolgschaft gegenüber nur scheinbar eindeutigen Koranversen oder religiösen Führern wird verworfen. Die gedankenlose Nachahmung wird nicht empfohlen und die Freiheit des Denkens gewährt. Das heißt insbesondere auch, dass Zweifel an allem erlaubt ist. Der Islam ist progressiv. Der Koran offenbart ständig neue Schätze des Wissens als Antwort auf die neuen Probleme, Philosophien und Gedanken jedes Zeitalters. Der Islam unterstützt die Frauen. Die Frau sollte dieselbe Entscheidungsgewalt über ihr Leben haben, einschließlich Heirats- und Scheidungsangelegenheiten, wie sie der Mann über sein Leben hat. Homosexuelle Veranlagung soll nicht öffentlich gezeigt werden. Die im Koran gewährte Religionsfreiheit gilt uneingeschränkt. Aufgabe des islamischen Glaubens oder Übertritt zu einer anderen Religion unterliegt keiner irdischen Strafe. Du kannst also, wenn du bei der Gemeinde bist und sagst, nee, ich will jetzt Christ werden, dann kannst du es halt werden. So, und nun? Erzähl mal, Feroz, was du denn alles so richtig krasses in deinem super strengen islamischen Leben erfahren hast. Lass mich raten, als du deinem Papili oder deiner Mamili gesagt hast, dass du eine OnlyFans-Wackelwester-Kandidatin gerne mal über den Dorn spannen willst, haben sie richtig heftig zu dir gesagt, oh, okay. Und dann gab's abends keinen Joghurt als Nachtisch. Kann sich das in etwa so abgespielt haben, Feroz? Frage für einen Freund. Und nun kommen wir zu den Scheidungsraten. Gehen wir erst einmal auf die Scheidungsrate in Deutschland ein. Moment mal, ich muss mal kurz die kognitive Dissonanz wieder, weil der hat so viele Motive, die er verfolgt. Also Slut-Shaming halt, so moralistisches Framing, ja, man darf keine Onlyfans-Dirne und so weiter, man hat einen Komplex, hat man schon. Dann sagt er jetzt, eigentlich ist er ein Schlappschwanz, bei seiner Ablösung vom Islam ist eigentlich kaum eine Ablösung gewesen im Endeffekt, weil die ja viel zu liberal waren, wo er herkommt. Okay, er ist sozusagen seine Batman-Origin-Story, zweifelt er an, so. Auf der anderen Seite ist es ja eigentlich... Ist er ja der Onkel Tom für ihn eigentlich, der Onkel Tom-Paki, der ja eigentlich in der rechten Szene nichts verloren hat, der eigentlich ein Linksliberaler ist. Da wäre es doch eigentlich besser, wenn er eigentlich den Dschihad gut gefunden hätte in seinem Dogma oder so. Ich komme irgendwie durcheinander. Ich weiß nicht, mein Gehirn dreht sich irgendwie. Ich weiß nicht so ganz, was er sagen will. Er will ihn einfach nur niedermachen irgendwie. Ja, er will ihm halt hier jetzt unterstellen, dass Feroz keine Ahnung hat, wie der richtige Koran geschrieben ist, weil er bloß die Light-Version kennt. Ja, dazu kann ich nichts sagen, dafür kenne ich Feroz seinen Hintergrund Gott sei Dank zu wenig. Ja, okay, gut. Wir machen mal weiter, man muss auch nicht alles verstehen. Hier eine aktuelle Statistik. Huch, was sehen wir denn da? Wir sehen einen Trend, der sich schön ins Positive verkehrt hat. Der sich ins Positive verkehrt hat, weil immer weniger Ehen geschlossen werden, du Vollidiot. 4 aus 1000. Ist doch klar. Nicht nur das Ergebnis anschauen, auch den mathematischen Formelweg. Richtig, aber wenn du die Gesamtanzahl geschlossenen Ehen drüber legst, dann siehst du ganz klar, warum das nur 33% sind, weil da nur Scheidungen gegengerechnet werden gegenüber neuen Eheschließungen. Macht ja nichts. Zudem, die durchschnittliche Ehe dauert, glaube ich, das hat jemand bei uns so ausgerechnet, für das 80%... 9 bis 14 Jahre, oder? Nee, 9 Jahre für das 80%-Quartil. Also nicht mal diese besagte Zeit, die es braucht, um ein Kind großzuziehen. Also da hat Feroz auch recht gehabt. Ich weiß, du möchtest deinen Followern gerne deinen Fuß verkaufen, ist mir alles klar. Nur ist es halt auch eben eine Lüge. Versteht mich nicht falsch. Ja, die Scheidungsrate ist immer noch viel zu hoch, aber es liegt nicht daran, da dass Menschen aber eine starke individualistischer Reflexion geworden sind. Nein, sie sind dekadenter geworden. Was zum Geier, Feroz? Hat ein OnlyFans-Account mit Individualismus zu tun? Da geht's nur um Gier nach Kohle. Prostitution nennt man sowas auch. Wieso redet er die ganze Zeit von dem OnlyFans-Account als einziger?
Ja. Das ist so, was mich hier so ein bisschen jetzt so ein bisschen ankrabbelt. Wieso hängt das sich an den OF-Account so auf schon die ganze Zeit? Das ist so, hat ihn halt eine alte sitzen gelassen, weil sie den OF-Account aufgemacht hat? Vielleicht. Oder bin ich hier irgendwie gerade wieder ein Nostradamus-Heli? Oder? Ja, wir haben ja schon rausgefunden, dass die Chatgags die Ehen sind, wo am wenigsten gevögelt wird, im Endeffekt, wo die höchste Sexlosenrate ist. Und dass die meisten sind, die OnlyFans-Accounts haben, sozusagen. Ihr Cope ist. Wahrscheinlich hat er einen und naja, egal. Wir wissen es nicht, aber man kann es nur vermuten. Ja, nein, ich stelle ja auch nur Fragen. Ich würde es ja. Bei ihm muss man immer. Er ist wie eine Frau, er projiziert die ganze Zeit. Bei ihm muss man immer schön auf die Projektion achten. Hast du gut gemacht, würde ich auch sagen. Das ist nice. Irgendwann fällt es halt auch dem Dümmsten auf, weil das ist jetzt das fünfte oder sechste Mal, dass ein Pharos reinhaut und ein Pharos die OnlyFans-Sache die ganze Zeit an die Backe schmiert. Also, obwohl Pharos überhaupt nicht über OnlyFans redet. Das weil ist so, die kognitive Dissonanz. Er hat eine OnlyFans-Alte mit seinem Status weggemacht. Sei es drum, ob er es gemacht hat, wissen wir auch nicht faktisch, aber es sah wohl so aus. Und gleichzeitig schämt er ihn Incel, weißt du? Also allein die kognitive Dissonanz ist schon erstaunlich. Egal. Und das auch noch für die kreischende Veganerin, weißt du? Das ist also, wenn ich schon fitterneidig bin, dann bin ich schon auf irgendwas, dann nehme ich mir Hugh Hefner oder sowas vor, aber ja, okay, ist gut. Ist schwierig. Man muss halt im eigenen Standard denken. Ja. Ist okay. Jetzt wird es noch besser. Jetzt kommt die Stelle, die da okay, sage ich gleich was zu. Beziehung mit Individualismus zu tun. Da geht es nur um Bindungsunfähigkeit und andere psychologische Probleme sowie, Gier und noch Kontrolle. Du versuchst wirklich verzweifelt ein Konstrukt aufzubauen, zu verkaufen, um deine frustrierten Positionen bezüglich Liebe, Sexualität und Gesellschaft zu rechtfertigen und merkst nicht einmal, wie du mehr über deinen wohlmöglich kaputten Zustand ausplauderst. Ja, ist wie eine Frau, ist geil. Who hurt you? Du bist bindungsgestört, du bist mein Ex ist Narzisst, bla bla bla, das ist wirklich unglaublich. Will er nicht irgendwie einen Posten im neuen Feminismusministerium haben oder so? Was ist denn los, Ferrotz? Wo hat dich das Leben denn angefangen? Vor allem der Einzige, der wirklich offen und völlig neutral drüber redet, ist Ferrotz in dem Fall. Ja. Jetzt mal. Ja. Und mich stört er schon dabei ein bisschen, aber nur weil er zu soft ist. Aber das, was er hier abzieht, ist ja im Prinzip eine einzige Beleidigungstirade. Das ist sowieso, aber. Also, da kann ja ich sogar noch was lernen. Achso, das will was wissen. Junge. Kannst du es mir mal aufmalen? Und jetzt kommen wir direkt zur Scheidungsrate im Islam. Erstens ist die Scheidungsrate im Islam eigentlich wirklich viel niedriger? Und zweitens, wenn ja, woran liegt das denn? Also, dass die Scheidungsrate im Islam so gering ist. Und weil arrangierte Hochzeiten viermal so erfolgreich sind, gleich mal vorweg. Und jetzt kommen Zahlen, jetzt macht er Cherrypicking wieder. Hab ich noch andere Zahlen zu? Gleich bei der ersten Frage, gibt's für Ferrotz den Zong? Selbst in Saudi-Arabien lag die Scheidungsrate in 2018 schon bei etwa 30%. Also gar nicht so weit weg von Saudi-Arabien, also ausgerechnet Saudi-Arabien, weißt du? Hast du dir kein anderes, nicht westlicheres Land im Dünenvolk raussuchen können? Ich habe andere. Ich habe andere übrigens. Tunesien 5%. Indonesien, das größte islamische Land der Welt, 5%. Afghanistan 1%. Nur mal so zum Thema Cherrypicking, ne? Das ist ja nicht mal mehr Cherrypicking. Das ist ja mit dem Hammer auf dem U-Stahlträger draufhauen. Weißt du, das ist so, also, sorry, aber das, nee, nix, sorry, Arschloch. Das ist so, keine Ahnung. Es wird immer lächerlicher und immer erbärmlicher. Vor allem so durchschaubar. Ich muss da nicht mal nachschauen. Ich muss das nicht mal kontrollieren. Er gibt sich ja nicht mal Mühe. Er denkt wahrscheinlich, er ist ganz schlau gerade. Und meine Zuschauer kriegen das eh nicht mit, weil die sind genauso wie die linken Trottel. Weiß wahrscheinlich auch linke Trottel sind, die lesen eh bloß Überschriften. Natürlich. Woran es wirklich liegt in Saudi-Arabien, müsste man jetzt aber mal nachschauen. Ja, weiß ich jetzt nicht wahrscheinlich. Vielleicht haben die Männer einfach, weil das ja ein ziemlich reiches Land ist, vielleicht mehr Status. Und sortieren dann die fünfte Frau aus, weil sie dann doch bei fünf genug haben und sich eine andere fünfte nehmen oder was, keine Ahnung. Und die wird ja übrigens ausgehalten im Islam, wenn sie dann eine gute Muslima war, dann kriegt sie ja ihre Apanage. Also. Ja, natürlich, weil der Imam dann die Hand drüber hält, weißt du, weil das so drinsteht. Deswegen. Nee. Habt ihr ja gesehen, ungefähr 35-37%. In anderen muslimischen Gemeinden kann es schon mal bis zu 51% betragen. Ich zitiere mal eben aus der SZ. In Ägypten etwa, dem bevölkerungsreichsten arabischen Land, enden mit...
Es kommt ja mit Ägypten. Ja, immerhin, aber nicht das bevölkerungsreichste muslimische Land übrigens, aber das ist Indonesien mit 5%, aber okay. Mittlerweile 40% der Ehen sogar schon in den ersten 5 Jahren. Vor 50 Jahren war es im gleichen Zeitraum nur 6% an Entwicklung. Ja, wo hat denn wie war das der arabische Frühling angefangen? Ägypten ist nicht islamisch regiert, sondern von der Militärdiktatur. Ne, da gelten halt andere Regeln, musste man dann auch mal wissen. Die sogar die Politik bewegt. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Sisi? Franz? Sisi? Franzl? Egal. Forderte kürzlich, die Hürden für eine Scheidung höher zu setzen. Solche Scheidungsraten verblüffen, weil sie Klischees widersprechen. Ne, Ferrots Klischees, kannst du mal googeln. Sogar im islamisch ultrakonservativen Saudi-Arabien werden mittlerweile 30% der Ehen geschieden. Hatten wir ultrakonservativ. Gerade schon. Und hier eine Sache auf den Grund, warum die Scheidungsraten früher und in einigen Ländern heute immer noch denn so gering sind. Naja, das hat unter anderem was mit der Scharia zu tun, mit dem Scheidungsgesetz. Aber eben nicht nur mit der Religion, sondern auch mit den Traditionen. Es geht hier um Traditionen, Gesellschaftskonstrukte. In einigen dieser Länder steht eine Frau vor dem existenziellen Ruin, wenn sie sich... Get the rocks up, du. Vor dem existenziellen Ruin steht sie nicht, wenn sie eine gute Muslima war. Wenn er, dann kriegt sie ihre Apanage. Deswegen, das ist auch wieder Frauen verteidigen, ist sein Hobby oder so. Also wenn unser lieber Groschi, der Kampfwombatz, mal so Bücher gelesen hätte, und da fange ich jetzt mal ganz leicht an mit Sarrazin, seinen Büchern über die muslimische Welt, und dass die Saudis eigentlich ziemlich fast sind da unten bei den Muslimen, weil sie halt eben keine Scharia haben und weil sie halt dem Geld und dem Reichtum hinterherhinken und Götzentum betreiben in den Augen der anderen Nachbarn. Aber das ist wiederum eine ganz andere Geschichte. Aber träum du von deiner saudi-arabischen Scharia, Alter, ohne Scheiße. Also manchmal denke ich mir wirklich... Scheiden so. Lässt, auch wenn es ihr erlaubt wäre. Zudem würde sie von der Gesellschaft geächtet. In manchen afrikanischen Ländern, ihr könnt mich gerne factchecken, ist aber so, wird sie zum sogenannten Freiwilligen. Sunniden. Und alle Männer das war's. Dann gegen ihren Willen bekuscheln. Also wie weltfremd bist du eigentlich, Feroz? Und hier möchte ich in Bezug zur Scharia ganz kurz zu Ferrots These mit der Hypergamie wechseln. In der Scharia ist Folgendes festgehalten. Ich zitatiere. Insbesondere aus Sure 4,34 werden zwei Grundkomponenten des islamischen Eherechts abgeleitet. Die Überordnung des Mannes über die Frau wird dadurch begründet, dass Gott den Mann über die Frau gestellt habe. Sure 2,228 und dass der Mann Ausgaben für die Frau tätige. 4,34. Damit ist nach weitgehend übereinstimmender Auffassung die Pflicht des Mannes zum Unterhalt seiner Frau gemeint, während sie ihm... aufpassen, demütig ergeben oder gehorsam zu sein hat, Sure 4,34. Dieser Gehorsam wird in erster Linie auf den Bereich der Sexualität bezogen, denn der Mann erwirbt mit Abschluss des Ehevertrags und der Aufnahme der Unterhaltszahlung das Recht auf den Körper seiner Frau. Ja, ist so richtig. Genauso lief es seit Jahrtausenden, der Tausch. Sex gegen Versorgung. Das ist die Versorgerehe zu Papier gebracht und ausformuliert. Ohne Outs. Ja, einfach kein unsichtbarer Vertrag, fertig aus. Was bringt die Frau ansonsten noch mit rein, außer Kinder kriegen dann noch? Deswegen sage ich ja, über eine Ehe ist im Prinzip auch nichts anderes wie eine Abo-Prostituierte, die dir verspricht, deine Kinder auf die Welt zu bringen. Das ist so, das mag sich in den Augen gewisser Frauen hart anhören, aber definitionstechnisch ist es genau das und nichts anderes. Richtig, die Versorgerehe ist nichts anderes als Prostitution, bloß halt sanktioniert, halt staatlich festgehalten, hier wollte ich sagen. Und mit einem schöneren Ruf. So, super. Das ist der Kern der Versorgerdynamik. Aber es gibt ja keine Hypergamie, deswegen kennt er ja die Dichotomie zwischen Liebhaber und Versorger nicht. Jetzt, ich wollte noch was sagen, ich bin mal auf seinen Schluss hier gespannt, was er hier raus wieder für Schlüsse zieht mit seinem... Das Schöne ist ja, wenn es keine Hypergamie gibt, ja, dann warum nimmt dann nicht jede Frau den nächstbesten Typen einfach? Ja, warum? Ah, es ist dieses Warum immer. Du kennst ja für Dumme. Wir machen mal das Beispiel für Dumme. Das ist immer das schöne Beispiel für Dumme. Du gehst in eine Bar und dann stellst du eine Frau hin, die sagt, ich möchte heute mit jemandem schlafen, und dann bildet sich eine Schlange. Mach du das mal als Typ, dann wirst du von den White Knights wie ihm hier verprügelt, weil Aragorn seine Ehre beschmutzt ist. Da bilden sich keine Schlangen. Also ich meine, deutlicher kann man es eigentlich nicht simplifizieren, auch für kleine Gehirne. Schauen wir mal, warte mal, ich will mal so zu Ende hier liest.
Vergleich ist Sure 2223 2187. Weiterhin. Die beiden Säulen des islamischen Eherechts lauten also Unterhalt und sexueller Gehorsam. Das Unterhaltsrecht der Frau bezieht sich auf den täglichen Lebensunterhalt, also Nahrung, Kleidung, Wohnung. Nach Meinung der Malikitische, was auch immer, Rechtsschule, auch auf die medizinische Versorgung der Ehefrau im Krankheitsfall. Versäumt der Ehemann seine Unterhaltspflicht, erhält seine Frau als Folge das Recht zum Ungehorsam. Ist sie ungehorsam, indem sie zum Beispiel gegen seinen Willen das Haus verlässt, kann der Ehemann seine Unterhaltszahlung einstellen. Juhu. Diese Grundlage des islamischen Eherechts von Überordnung und Unterordnung zieht eine Reihe von Folgungen nach sich. Und so weiter und so fort. Ja, ist doch klar. Und wenn er seinen Pflichten nicht nachkommt und sie ihr Unterhalt zahlt, dann kann sie sich scheiden lassen und er muss sie weiterhin finanzieren. Das hat er dabei vergessen. Das ist sehr klar ausformuliertes Versorger-Eherecht im Islam. Ist sehr klar. Fortschrittlich, würde man fast schon sagen. Im Gegensatz zu Disney, was ja nicht existiert. Oder nur noch für die Top 10% der Männer. Alleine durch diese Gesetzmäßigkeit wird die Frau in die Hypergamie gezwungen. Ultrapatriarchate. Sie wird nicht in die Hypergamie gezwungen. Was redet der Typ? Alter, die Hypergamie wird unterdrückt. Er weiß nicht mal, wovon der redet, oder? Das ist so hart. Nee, ich glaube, das ist ein Definitionsproblem. Ja, der weiß nicht, wovon er redet. Ich glaube, der kennt wirklich nur Wiki. Ja. Das ist so die verlogenste Seite, die es überhaupt gibt im Internet. Das ist so. Das Recht hindert sie an einem Ausleben der Hypergamie. Das, was wir hier also sehen. Aber es gibt es ja bei ihm nicht. Nee, ich bin jetzt gezwungen, den Satz zu sagen, den ich am meisten hasse, seitdem ich mit Amis diskutiere. Boy, educate yourself. Ernsthaft jetzt. Ja, da steckt aber trotzdem Weisheit drin. Ja, aber die Leute, die das meistens sagen, haben eben keine Weisheit. Aber deswegen hasse ich den Spruch ja auch so. Aber bei ihm fällt mir eigentlich nichts mehr anderes ein. Also so rein logisch jetzt mal, ja, für das Wombat. Glaub mal, warum ziehen die den Kutten an? Warum steinigen die, wenn die ihren Pflichten nicht gerecht werden? Warum haben die so einen Vertrag ausformuliert? Warum? Überleg mal, warum? Wenn es das alles nicht gibt, was du glaubst. Weil es natürlich nur die Unterdrückung der glorreichen und heiligen Madonna ist, verstehst du? Weil die Männer das nicht abhaben können, dass es etwas Besseres gibt als sie selbst. Die machen das zum Spaß. Das ist doch, ich glaube, der versteht das nicht. Nein, das ist notwendig, um die Vorherrschaft der Männer zu gewährleisten. Ah. Verstehst du? Das ist so. Wenn auf jeden Topf ein Deckel passt, dann könntest du doch auch die ganzen islamischen Leute alle einen Deckel finden lassen. Da bräuchte ich das alles doch nicht, wenn es das alles nicht gibt. Das ist wohl wahr, aber wo wir noch nicht auf die Idee gekommen sind. Stimmt. Oh. Ja, schon schwierig, so Gehirnakrobatik. Aber das ist ja fast schon wie meine Bestallungstheorie. Da gibt es auch für jeden Topf einen Deckel. Das gibt's in Afrika, hast du gehört, da ist die Bestallung, wenn sie da, da ist sie freiwillig. Hat er ja gesagt. Gesellschaftssystem. Du weißt schon, Ferros. Ah nee, weißt du ja nicht. Aber das Level des Westens ist noch nicht erreicht und das lässt sich nicht nur darauf zurückführen, dass die Frau im Islam unterdrückt wird. Das wird sie in Teilen auch strenger und mehr als Männer, aber Fakt ist, Männer werden ebenfalls unterdrückt. Die islamische Welt ist eine insgesamt freiheitsfeindliche und anti-individualistische Umgebung. So oder so, unterm Strich kann man sagen, es ist ein sehr strenger Umgang mit dem Thema Sexualität, aber auch ein sehr nüchterner Umgang mit dem Thema Liebe. Es ist entkoppelt von dem modernen Hollywood-Narrativ, dass jemand Spezielles für dich bestimmt ist, die eine oder keine. Und das ist konservativ, aber meiner Meinung nach nur rational. Es geht ungefähr 500 Millionen potenzielle Partner für dich. Also des anderen Geschlechts und ungefähr in deiner Altersklasse. Und du hast den einen fürs Leben innerhalb von nur 30 Jahren passiver Suche schon gefunden. Das mag noch nicht einmal in einem einzigen Fall zutreffen, geschweige denn in der Masse. Und jetzt komm mir bitte nicht mit Sternzeichen. Jetzt bin ich gespannt. Das ist eine Überromantisierung der Realität, die viel nüchterner ist und rationaler funktioniert, als diese Vorstellung suggeriert. Und die Scheidungs- und Trennungsrate gib mir recht. Erst einmal, was redest du von der Unterdrückung der Männer im Islam? Echt, Euler, was geht denn bei dir ab? Männer im Islam werden genau wodurch unterdrückt? Also in den meisten traditionellen Islam. Durch die Zahlungspflicht, die sie erfüllen müssen. Der Versorger muss immer bezahlen, bloß er kriegt was für sein Geld, nicht so wie du. In islamischen Ländern läuft das nämlich folgendermaßen ab. Der Junge darf alles, das Mädchen darf nichts. Der Junge wird zum Mann und sieht aus wie der letzte Mongo, aber die Ellis sorgen schon dafür, dass er eine heiße Schnecke zum So geil, so geil. Ist das hier wieder der Futterneid? Was ist das gerade? Nee, er hasst sich selbst. Ist das irgendeine verkorkste, oder ist das irgendeine Das ist er, guck mal, Power-Fantasie. Biologisch betrachtet guckt er gerade in den Spiegel. Das ist er, hier Gollum mit den blauen Augen. So sieht er sich selbst. Mm. Nee, ich glaube, das Blau in den Augen, schau mal hin, das ist die Schattenspiegelung von ihm.
Und er denkt, er hat es jetzt überwunden, er hat sich ein grandioses Selbst geschaffen, wenn wir schon ein bisschen psychoanalysieren, dass jetzt eine Frau gefunden hat, die mal sein Pipi-Mann angepasst hat und jetzt ist er ganz großer Aragorn und dahinter ist er Gollum. Das ist sein Problem und diesen Schatten projiziert er hier wild raus irgendwie, weil er wahnsinnig Angst hat, dass das Benzin für sein falsches Selbst zusammenkracht. Das ist alles. Und das ist sozusagen der irrationale Ausdruck dessen. Ne? Natürlich voll aus dem Gefühl, der moralisch Überlegene zu sein. Oh, yeah. Und ja, nicht von viel Intelligenz unterfüttert. Das sind die vielen Tage im Jahr, wo ich froh bin, dass ich nichts Therapeutisches gemacht habe in meinem Berufsleben. Ey, der ist ja auch nicht so therapiert. Aber der würde auf meiner Couch landen, ich weiß es. Das ist so. Und dann würde ich da sitzen und mir denken, soll ich ihm jetzt auf 10 Jahre klar machen, dass die aktive Sterbehilfe gut für ihn ist? Oder ein Sabo, soll ich das bitte. Geld einfach so nehmen und nicken? Ja, richtig. Das ist so, weißt du, das wird richtig hart für ihn. Das wird richtig hart. Also verschonungslos habe ich schon gesagt, ich wünsche dir viel Glück mit deinem Problem in der Beziehung, in deiner Traumsuche nach Liebe, in Anführungszeichen, eigentlich, die sich eigentlich nur in Bedürftigkeit ausdrückt. Aber bei ihm ist es auch, wird es richtig hart. So, das ist, meinte ich ja vorhin schon, wird richtig gefährlich, wenn Gollum dann rauskommt, wenn die Fantasie platzt. Uiuiui. Dann Entdeckung. Dann haben wir, einen Black Rager mehr im Telegram, oder wie? Das wird hart. Wir hatten so Fälle, ja. Dann wird gleich, bei solchen Leuten ist es gefährlich, die löschen sich selbst und die ganze Familie aus im Endeffekt. Also da ist es gefährlich, auf jeden Fall. Nie bekommen würde. Bezüglich, es gibt den einen oder die eine nicht, Überromantisierung, die Scheidungsrate gibt dir recht, bla 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 bla. Ja, nee. Dir ist schon bewusst, dass unser Frauenbild, beziehungsweise wie muss die Frau sein, wie muss sie aussehen, was ist ästhetisch bei einer Frau, wie groß müssen die Möpse sein und so weiter, all das wurde von den Männern geprägt, beziehungsweise erschaffen. Da gibt's ein tolles Lied von Rammstein. Wurde alles von Männern geprägt, du Vollidiot. Das ist Evolutionsbiologie. Junge. Der Typ ist... Ich habe keine Worte mehr. Ich kann auch eigentlich nicht mehr. Er ist verloren. Der ist completely lost. Das ist der Zeit doch nicht so gemein. Ich bin wirklich überrascht. So. Über so viel Kraft eigentlich, also so viel Ego-Power, letztlich eine Arzt-Power, die hier in so ein Video reinballert. Und dann mit nichts. Mit zwei Zweien auf der Hand, würde man im Poker sagen, versucht er hier irgendwie. Ja gut, diese Nazi-Power, die kämpft ja permanent ja, gegen etwas. Gegen die Angst, gegen Gollum dahinter. Ja schlussendlich genau, ums Überleben. Ja, ist krass. Ja, er kommt mir ein bisschen so vor, als wenn er am Blackjack-Tisch sitzt und der Geber hat ihm gerade zwei Könige gegeben und er sagt, noch eine Karte. Weißt du? Und noch eine Karte. Ja. So ungefähr kommt er mir vor und malt sich schon aus, wie er das Haus jetzt zerlegt, weil die höchste Zahl gewinnt. Das ist ja schon bei 50. Der Geber denkt sich so, Alter, die Regeln stehen am Tisch. Das ist so. Der ist schon bei 50 oder so und sagt, gib noch eine Karte. Traust dich eh nicht. Aber... Das ist halt ein Fakt. Die Männer haben doch dafür gesorgt, durch Medien, keine Ahnung was, ja, von mir aus auch durch Pornografie, dass die Frauen heutzutage auf dem Level von Wackelwestern-Romanzen sind. Und sei ja nicht so... Klar, die Frauen haben keine Verantwortung. Milady kann für nichts irgendwas. Dass Männer junge Frauen durch die Bank attraktiv finden, die 90-60-90-Figur oder die Sanduhrfigur gut finden, die kann auch voluminöser sein. Aber eben diese Hüfte-Taille-Verhältnis von 0,7 attraktiv finden, was wir seit Hunderten von Tausenden von Jahren tun, ist ein soziales Konstrukt von Männern geschaffen, um Frauen zu unterdrücken. Also der kann wirklich beim Verband der Feministen anfangen. Das ist der Hammer, der Typ. Das ist jenseits von Gut und Böse. Warum? Durch deine öffentliche Beziehung zu einer Onlyfans-Schnackselveganerin hast du deine Follower doch noch zum dritten Mal. Wie viel Neid hast du da auf, Junge, Alter? Krass, ich möchte nicht wissen, Alter. Ja, ich glaube, seine alte sieht echt scheiße aus. Das hat er gerade weggekorbt hier oder so, oder? Er ist jetzt stolz auf seine drei. Oder was? Ich glaube, er hat das Zeitreisen nur erfunden, damit er sich in seinem eigenen Krabbeneimer, den er sich alleine gebaut hat, selber runterziehen kann, weil er hüpft. Und dann reist er in der Zeit zurück, damit er sich selber wieder runterziehen kann. Hundertprozentig. Schönes Bild. Der treibt mich so weit, dass mir so ein Scheißdreck einfällt. Weißt du? Da werde ich jetzt langsam persönlich, ohne Scheiß. Das ist ohne Worte. Was ich hier sehen muss, ist einfach... Ich glaube, das Video, das hat irgendjemand gefragt, ich glaube, der Kanal hat 2.000, 3.000 Leute, irgendwie das Video haben auch ein paar Tausend gesehen. Also so ist nicht. Ja, ich kenne ihn von früher.
glaube ich. Ich habe ihn ab und zu mal gesehen, aber da war er. Da kann er nicht so drauf gewesen sein, weil selbst in meiner dümmsten Zeit wäre mir das zu dumm gewesen. Also, und da, das sind echt Dimensionen, ey. Also, egal. Krass. Und die Leute machen mir Vorwürfe, warum ich mir Molch und Lurch anschaue, weißt du? Die sind wenigstens einigermaßen lustig. OnlyFans Schnackselveganerin, hast du deine Follower doch noch dazu motiviert, dieses kranke Bild weiterzuspenden? Du gehörst zu... Du hast die Hure geehrt, du hast die Heilige befleckt, du Schwein. Junge, Junge. Den Männern, die haben, viele Frauen versuchen dann, diesem Ideal in irgendeiner Weise zu entsprechen, genau. Erwarten allerdings auch, jetzt kommt's, dass die Männer sich ins Zeug legen und nu heult ihr darüber. Die erwarten, dass die Männer sich ins Zeug legen. Jetzt wird's richtig skurril. Jetzt gibt der Typ Bagami zu, die er selber nicht versteht. Junge, was ist falsch mit dir gelaufen? Diese komische Erwartungshaltung. Ja, einer hat gerade den Link von seinem YouTube-Video gepostet. Mehr der reziproken Erwartungshaltung. Ich schau gerade mal ein bisschen in die Kommentare. Sowas machen nur Verlierer. Ja, die Frauen sind schuld. Viel gesimpel für unseren Onkel Tom. Einer dieser Typen, die morgens vor dem Spiegel standen und einen Gollum vor sich sahen und sich für einen Brad Pitt gehalten haben. Und der Gollum... Siehst du, wie er seinen eigenen Zustand beschreibt. Wie er vom Spiegel Gollum sieht. Auf so eine Bilder kommst du doch nicht. Wenn es nicht so wäre, wie ich sage. Das ist ja der Hammer. Der gibt so viel Preis eigentlich von seiner Psyche. Das ist so interessant. Ja, das ist Fake It, aber in die falsche Richtung und Never Make It übrigens. Also für die es interessiert. Will eine geile Olle. Und wenn der Gollum, dann keine geile Olle. Vor allen Dingen junge Männer haben einen viel breiteren Attraction Floor. Das liegt, der will wirklich das Problem jetzt wieder vom Kopf auf die Füße stellen und sagen, Männer sind zu anspruchsvoll, deswegen kriegen sie keine Frauen. Die Kommentare sind echt geil, ohne Scheiß. Also Chat, wenn ihr wirklich mal was zum Lachen haben wollt, dann geht da rein. Aber richtig böse, also der schlägt sogar mich in meinen schlimmsten Rager-Zeiten. Ja, hat Race 956 geschrieben, bei dem Part mit der Hypergamie das Video abgebrochen. Diese ist nicht sozial antrainiert, sondern tief verankert in der Damenschaft, genau wie die Polygamie in der Männerwelt drin ist. Es sind halt die biologischen Sexualstrategien der jeweiligen Geschlechter. Wer mit offenen Augen durchs Leben geht, sieht das auch. Und das ständig. Erste Antwort von Groschi TV. Hi Incel, Ausrufezeichen. Es wird noch schlimmer. Das war nur der Auftakt. Schön, dass du ein Modell aus und für Indien verteidigst, damit du dich besser fühlst. Setzen 6 Themaverfehlung. Zweiter Kommentar unter der gleichen Kommentar, Groschi. 4 lachende, weinende Smileys. Glaubst du, es wäre mein erstes Ferots-Video? Ferots hat die Hosen voll und macht wieder ein Video zu mir. Noch würde er live mit mir in eine Debatte gehen. Alter, du bist so dumm. Wer mit dir in eine Debatte geht, der verliert automatisch. Kommt drauf an, wie man es macht. Also Ferox hätte nur zu verlieren, klar. Was soll er sagen? Das ist unter Menschen. Im Endeffekt. Jetzt würdest du mich mit dem unterhalten. Der raged fürs Publikum einmal richtig ab. Den bringst du so richtig zum Platzen, dass der nur noch brüllt und dann schmeißt ihn raus. Weißt du? Ich lass den gar nicht ragen. Da hole ich die schlimmsten Himmlung-Göbbels-Implantate aus meinem kleinen Hirn raus, die ich kenne, und mach sogar die Fenster im Keller auf. Ey. Du weißt, was da Ruhe ist. Da ist er wieder komplett stoßgelüftet. Er ist Deutscher, er weiß, was das bedeutet. So. Und dann 3. Kommentar unter dem gleichen, auch wieder von ihm. Wahrscheinlich sind die in 5 Minuten gemacht worden, die Kommentare. Das sind alle nur Kommentare von ihm unter dem einen, den er gekriegt hat. Ja, genau, erzähl das mal den Wikingern. Babylonische Eulen etc. Ich lache mich tot. Das Schlimmste ist ja eigentlich, was ich vorhin schon sagen wollte. Eine der hypergamsten Gesellschaften, die Wikinger, verstehst du? Die hat er als Anti-Beispiel dafür gebracht. Und ich denke mir so, Alter, was ist mit dir verkehrt? Bist du behindert oder was? Und der 4. Kommentar ist, ja, ist gut, du Serienhansel. Man muss du Not haben. Das ist so geil. Das ist so krass, wie er die ganze Zeit seinen eigenen sexuellen Minderwertigkeitskomplex beschämt, wie eine Frau nach draußen projiziert und jeden als Insta schämt. Das ist wirklich sein Hauptmotiv. So. Er muss sich ja nicht so schäbig und so minderwertig fühlen. Das tut mir richtig leid. So ein bisschen Empathie kriegst du an der Stelle. Mein Junge.
Hier hat einer eine wirklich eine konstruktive Frage gestellt. Warum muss man innerhalb des eigenen Lagers Konflikte öffentlich austragen? Ich zähle mal seine Antworten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 von 11 unter dem Kommentar. Echt von ihm, also oder was? Das ist durchgeschämt, oder was? 8 von ihm. Nicht nur durchgeschämt, durchgeföhnt, durchgeschnitten und gewaschen. Ja. Und gestärkt. Passt schon, alles gut. Wir machen noch fünf, ich will das noch nicht ganz haben. Wir machen noch 5 Minuten, nee, das ist gut. Das reicht. Case closed. Das wird langsam ein bisschen, ein bisschen viel. Nee, reicht auch. Also 5 Minuten. Ich will noch mal hier kurz die Stelle, interessiert mich noch. Komm, machen wir noch schnell. Ja, Kryptolord, ein Dislike ist von mir gerade. Die Zeit habe ich mir genommen. Mich wirklich an diese ganzen Loser in der Schule, die immer nur 4 und 5 oder sogar 6 geschrieben haben und sich also dann direkt zu den anderen Losern gestellt haben, die gesucht haben, ja, also mit demselben Notenniveau, nur um dann sagen zu können, sag mal, habt ihr auch eine 5? Ja, die Klausur war auch total kacke, ja, und der Lehrer ist eh scheiße und der kann mich eh nicht leiden, genau, dich auch nicht, boah, wir sind voll die Banger-Crew, stra... Irgendwas läuft hier gewaltig schief. Warum ist das so? Wie ist dieser Trend zu erklären? Warum scheitern die meisten Ehen, und von Beziehungen rede ich an dem Punkt noch gar nicht, nach nicht einmal 7 Jahren, während hingegen vor 100 Jahren Goldhochzeiten noch recht normal waren, wenn nicht gerade der Krieg hereingebrochen ist? Und es ist ja nicht nur das, es ist ja auch die Geburtenrate, die signifikant eingebrochen ist. Mal abgesehen von der Pille und Familienpolitik, was ist passiert? Viele von der älteren Generation kommen zum Schluss, dass die Menschen heutzutage... Die Bank der jetzt die Pillentheorie. Das halte ich für einen Trugschluss, denn egoistisch waren wir schon immer. Ach, weißt du es nicht? Man kann sogar sagen, dass alles wir im Endeffekt für unsere eigenen Zwecke tun. Selbst altruistisch können wir nicht sagen. Ach, nee. Was ist damit genau, Altruismus und Eigennutzen versucht dazu die Banken. Das muss ich dir nicht geben, das ist der nächste Hit. Stimmt, ich erkenne ja die Stelle wieder. Wenn die Menschen in der DDR beispielsweise ein höheres Gemeinschaftsbewusstsein hatten, dann hat sich jeder daran beteiligt, weil es ja auch ihm zugute kam. Oder nimm das Beispiel des Obdachlosen, der dir leid tut. Du spendest ihm Geld, weil sein Anblick dir leid tut und du könntest nicht ruhig schlafen, ohne etwas dagegen getan zu haben. Dann hast du gespendet für dich und deine Zwecke, du hast ihm nämlich ruhigen Schlaf damit gekauft. Somit ist... Ja, die schöne Sache mit dem Mitleid, die schlussendlich nur auf der eigenen Angst beruht. Richtig. Der berühmte Ablasshandel. Oder auf dem eigenen schlechten Gewissen. Ich spende für Greenpeace, nichts zugrunde hat. Und vor allen Dingen, und dann noch mit der Verlängerung, sagt er jetzt hier nicht der Tugendhaftigkeitssignalisierung. Ja, ich guck's mir an, ihr habt dem Bettler gespendet. Ah, ich bin so ein guter Mensch. Da kommt mein österreichischer Kenner. Ja, Bonelli Vibes, mein Kenner geht auf. Tut mir leid, das passiert automatisch. Nicht, dass du den Bonelli internalisiert hast. Ich habe ein Bonelli-Introjekt auf jeden Fall. Oh je. Mhm. Was ist es dann bei mir? Lebe ich den dann schon? Oder bin ich schon rausgewachsen und schlimmer geworden? Das ist nicht nur ein Introjekt, das ist zum Zerstörer geworden, glaube ich, bei dir. Ich glaube, der Keller, der hat aus Versehen gedacht, so, ey, Leute, ich glaube, der gehört zu uns, lass ihn mal rein. Der Keller hat einen Keller gebaut, meinst du? So, pass auf, jetzt wird's gut. Jeder Altruismus auch egoistisch motiviert und es gibt demnach keine authentische Selbstlosigkeit. Okay, hier werde ich jetzt nicht komplett drauf eingehen, weil das wirklich den Rahmen sprengen würde. Nur ist deine Erklärung, wenn man es Erklärung nennen kann, lieber Ferrolz, wirklich sehr platt und versucht wieder deine Frustration über dein gescheitertes Leben zu rechtfertigen und zu relativieren. Du bist wirklich darauf aus, Leute an Land zu ziehen, die dir auf die Schulter klopfen und sagen, hast du einen ganz feinen Haufen gemacht, Ferrolz. Genauso fühle ich... Der projiziert am laufenden Band, oder? Gescheitertes Leben, good boy. Genau das ist es. I hope she sees that, bro. Nichts anderes macht er hier. Hast du mal einen schönen Haufen gemacht. Ja, wie war das nochmal in der analen Phase, Kontrolle über sich zu haben? Wenn man das nicht hat, entsprechend beschämt zu werden. Das Schlimme ist ja bei der Beschämungstaktik so, das versautes Leben, das ist so, wenn ich mir die Abozahlen so im Gewichtsvergleich anschaue, dann ist da auch jede Menge Neid, also ganz tolle Neid dabei. Ja, natürlich. Also, was würde ich mit dem ganzen Fame und dem Geld machen und der Freizeit, die ich hätte, wenn ich für solche Videos so viel kriegen würde? Gott, und ich muss mich ja abtun, die Welt ist so undankbar. Und Das stimuliert direkt meine Eiche. Genau. Aber auch Gorschi, ich habe da einen Tipp für dich. Hättest du einen gescheiten Beruf gelernt, hättest du die Probleme nicht. Uff. Hättest du mal. Ah, ist auch so ein bisschen. Tut mir leid. Ich stelle mal die Frage: Altruismus und Egoismus, was ist jetzt? Ja? Warte, ich beantworte es dir. Ist ganz einfach. Der griechische Philosoph Aristoteles hat das so formuliert. Der ideale Mensch verspürt Freude, wenn er anderen einen Dienst erweisen kann. Und tatsächlich... jetzt muss der Aristoteles hier halten.
Oh Gott. Oh Gott. Der ideale Mensch. Ja, Gott. Ich selbst, nicht ideal. Weißt du, nur weil das irgend so ein Typ vor 2000 Jahren gesagt hat, ne? Wer weiß, was er entsprechend für tiefe Schatten gehabt hatte. Ja, warum ist das nach seiner Ansicht halt der ideale Mensch? Könnte man ein bisschen nachforschen. Ja. Und jetzt nimmt er dieses Zitat und sagt dann, oh, ich bin wie Aristoteles, weil der hat das ja schon gesagt, der ideale Mensch, ne? Der macht so Sachen. Nein, das ist nur der Anfang. Moment, lass mal weiterlaufen. Also sag mal. Nee, warte schon. Wir könnten aber das Antikenquartett rausholen. Was sagst du, Vincent? Machen wir mal. Also, wenn er Aristoteles rausholt. Bingo. Oh, da habe ich den Thomas von Aquin. Also, Und ich setz Plato. Oberstrich unter. Dann ist hier gleich vorbei. Dann ist hier gleich Durchzug. Weißt du, das ist so, Gott, ohne Scheiße. Drück drauf. Ja, ich mach gleich den Sokrates. Warte. Der Bonner Psychologieprofessor Martin Reuter hat 2010 eine Verbindung zwischen Erbanlagen und Altruismus festgestellt. Er hat rund 100 Studierende für die Ergebnisse in einem Merktest mit 5 Euro belohnt. Das Geld konnten sie anschließend in beliebiger Höhe für einen karitativen Zweck spenden. Reuter hat den Studierenden vor dem Versuch Hautzellen entnommen und... Ich muss nochmal korrigieren für mein entsprechendes Bullshit-Bingo in der Antike. Der Thomas, der ist ja aus dem 13. Jahrhundert, ne? Aber so die Ansichten, die er hatte, die sind schon durchaus älter. Also ich werde ihn trotzdem ins Feld führen. Gut. Nur falls wir das leider so lassen. Und sich bei der DNA-Analyse auf das sogenannte Kommt-Gen konzentriert. Jetzt wird's gut. Dieses Gen gibt es in zwei Varianten: Kommt-Wall und Kommt-Met. Klingt komisch, ist aber so. Sorry, ich konnte es mir echt nicht verkneifen gerade. Kommt-Met. Kommt-Met heute was. Egal, auf jeden Fall hat Reuters Versuch gezeigt, dass die Probanden mit dem Kommt-Wall-Gen doppelt so viel Geld gespendet haben, mein Gott, wie die Versuchsteilnehmer mit der Kommt-Met-Variante. Der Grund dafür ist einfach und biochemischer Natur, also das Kommt-Wall-Gen enthält die Bauanleitung für einen Botenstoff, der in unserem Gehirn produziert wird und wovon ihr schon tausendmal gehört habt. Dopamin, also das Glückshormon. Bei Menschen mit Kommt-Wall... Nein, nicht das Glückshormon, das Anregerhormon, das Belohnungshormon, aber gut. Gen arbeitet das dazugehörige Enzym bis zu 4-mal effektiver. Oder um es so simpel wie möglich zu sagen, das Leben ist ein ständiges Geben und Nehmen und wenn ich was gebe, dann nehme ich gern das Gefühl der Freude, manche mehr, manche weniger mit. Deine Aussage, dass es keine authentische Selbstlosigkeit gibt, ist damit absolut obsolet. Das musst du dir jetzt, ich frage jetzt, mach mal den Sokrates. Ist es denn ein Selbstzweck, Bombard, wenn ich zum Geben belohnt werde, Gehirnchemie? Ist es dann noch selbstlos? Und jetzt so ein bisschen was Fachliches, ja, weil diese Leute, die diese Rezeptoren, dieses Gen haben oder wie auch immer, diese Veranlagung für Altruismus, Dopamin belohnt zu werden, sind vor allen Dingen Frauen übrigens. Und was ist passiert, als man bei einem neurologischen Versuch diese Schaltstelle zugemacht hat? Der Altruismus war auf einmal weg. Case closed. Ah, Menschenexperimente, Free Devil. Ist das nicht das Gen, das die Christen abschalten, sobald sie getauft wurden? Entschuldigung, halt, stopp, komm mal zurück. Das war die falsche Ecke. Also so seine Gehirnakrobatik, wie er logische Beweisführung macht, ist wirklich schon erstaunlich. Das ist nein, ich glaube, alles logisch. Ist er jetzt so dumm oder ist er so getrieben? Das frage ich mich nur. Nein, ich glaube, er ist so getrieben, dass er wirklich bloß Überschriften liest. Ja, ich glaube auch. Er hat kein Grundverständnis von Logik. Ich glaube, er hat ein Grundverständnis von Rationalisierung. Da steckt ja ein bisschen Logik drin, aber eben nur dafür, dass man ein besseres Gefühl im Bäuchlein hat. Mhm. Na, das Video zwingt mich dazu, mich in Obi-Wan zu verwandeln und zu schreien, aber du warst der Auserwählte! Nein! Das ist so ein bisschen... Du musst das Gleichgewicht bringen. Ja, genau. Es ist Gleichgewicht, wenn die eine Waage weiter unten ist als die obere, oder? Ist doch logisch. Ja, Alter, gut, wenn man halt mit Borderline Vader dealt, ja, dann gibt es halt nicht wirklich Gleichgewicht. Borderline Vader. Aber selbst, egal, ich lasse es, sonst beartet das heute in der Star Wars Fachsimplei aus. Aber es ist halt wirklich schön. Also wir sind hier im grenzdebilen Geländen unterwegs, ohne Scheiß. Also es ist okay, es ist schön zu veranschaulichen. Es ist auch irgendwo tragisch. Irgendwie so ein bisschen. Ich habe fast schon Mitleid mit dem Typen irgendwie. Das ist so über die ganze Länge jetzt nochmal gesehen, denke ich mir so, krass, Mann, du arme Wurst, echt. Also, ich mache das gleiche Angebot, wie ich Ninas Haustier angeboten habe. Und ich meine nicht den Hund, weil das der Liebhaber.
Wenn du deine Hand ausstreckst, ehrlich, und lernen willst, du bist willkommen, ist kein Problem, dann lacht auch keiner über dich. Nee, nee. Zumindest nach 5 Minuten. Ein bisschen lachen musst du aushalten für den Scheiß, den du hier baust. Aber wir würden dich echt aufnehmen, wäre kein Thema. Komm, natürlich auf. Musst du den Beitrag zahlen, aber ansonsten, ey, Alter, verpiss dich, ohne Scheiße. So hart, ey. Ist ein gutes Schlusswort. Ich kann den Typen nicht mehr sehen. Das war jetzt noch die letzte Logical Fallacy, die er begangen hat. Das reicht. Wir sind erst durchs halbe Video. Ich glaube, da kommen noch 20, 30.000, aber die sparen wir uns jetzt. Die sparen wir uns. Das wird sonst zu lang hier. Das ist doch ein nettes Video für YouTube, denke ich. Ich habe jetzt bloß Angst, dass Ferus auf einmal meint, wir sind sein Fanclub. Sind wir nicht. Vielleicht am Ende noch der Hinweis, Livestreams immer live freitags und danach auf Patreon. Katsching. So, das war die Eigenwerbung zum Schluss. Ja. Danke. Ah, Oscar war es, richtig. Danke, Simp. Free Oscar, richtig. Hashtag so Free Oscar.